Hey Leute, ich möchte heute mit euch darüber reden, warum ich falsch beim Thema AfD lag. Und dazu will ich erstmal über ein grundlegendes Dilemma reden. Und zwar, sollte man eine Partei unterstützen, die zwar viele gute Sachen fordert, viele Sachen, die man ebenso sieht oder die man allgemein als positiv ansieht, aber eben auch die Sachen fordert, die man als explizit negativ, als explizit unmoralisch oder als allgemein nicht unterstützenswert ansieht. Und dann ist die Frage, ab wie viel Prozent guten Sachen unterstützt man dann eine Partei? Also würde man eine Partei unterstützen, die zum Beispiel 60% gute Sachen fordert und 40% schlechte Sachen? Oder 70-30? Oder muss es erst 80-20 sein? Oder 90-10? Oder ab wann, ab welchem Punkt sagt man, okay, die Partei fordert im Großen und Ganzen, auch wenn sie ein paar Sachen hat, die ich vielleicht nicht gut finde, im Großen und Ganzen fordert sie so viel gute Sachen, dass ich sage, hier, ich unterstütze diese Partei. Weil die Wahrheit ist, du wirst nie eine Partei finden, die 100% in deinem Interesse handelt. Und dann muss diese Partei ja auch noch irgendeine politische Macht haben, irgendeine politische Relevanz, irgendeine politische Möglichkeit, was zu ändern. Also die Chance, dass du so eine Partei findest, die 100% deiner Meinung ist und die gleichzeitig auch noch irgendeine Relevanz hat, ist nahezu nicht existent. Also meistens hast du vielleicht irgendeine kleine Splitterpartei, die sehr nah deinem Weltbild entspricht, aber eine große Partei und die dann gleichzeitig noch deinem Weltbild entspricht, super, super unwahrscheinlich, dass du sowas findest. So, und dann stellt sich natürlich die moralische Frage, was passiert, wenn du jetzt jemanden an die Macht hilfst? Also, wir leben natürlich erstmal grundlegend in der Welt, in der diese Machtpositionen existieren. Also, es ist völlig irrelevant, was irgendwelche Libertäre oder sonst wer sagt, und was wir wollen, ob diese Machtpositionen irgendeine Legitimität haben oder nicht, das ist völlig irrelevant. Diese Machtpositionen existieren in unserer jetzigen Welt und diese Machtpositionen werden besetzt, ob du das willst oder nicht, ob du wählen gehst oder nicht. Es gibt einfach diese Machtpositionen. Und die moralische Frage, die sich jetzt stellt, ist, was passiert, wenn du jetzt jemanden wählst oder jemanden unterstützt oder eine Partei unterstützt und das dann aber dazu führt, dass diese Partei dann Sachen macht, die absolut unmoralisch sind, also zum Beispiel, die ihre Macht missbraucht und so weiter und so fort, bist du dann verantwortlich dafür, weil du hast ja diese Partei unterstützt. So, das ist eine moralische Frage, die ich erstmal in den Raum stellen will, aber es stellt sich auch die moralische Frage, was passiert, wenn du durch deine Untätigkeit dafür sorgst, dass noch viel schlechtere Menschen an die Macht kommen? Also wenn du sagst, hier, ich will mit dem ganzen System nichts zu tun haben, ich gehe nicht wählen und so weiter und so fort. Und das führt aber dazu, dass noch viel schlechtere Menschen in diese Machtposition kommen, die noch viel mehr Schaden anrichten, bist du dann auch moralisch verantwortlich dafür? Also es stellt sich die Frage, bist du sowohl moralisch verantwortlich, wenn du eine Partei wählst und diese dann ihre Macht missbraucht, oder bist du auch verantwortlich dafür, wenn du nicht wählen gehst, noch viel schlechtere Menschen an die Macht kommen und diese dann ihre Macht missbrauchen? Also die Frage stellt sich zum Beispiel, was wäre, wenn du zurück in die Weimarer Republik reisen könntest, in die letzte freie Wahl, und du siehst hier, dass jemand wie Hitler kommt, der absolut unmoralisch, absolut bösartig ist, und hättest du dann einfach gesagt, nö, hier, ich gehe nicht wählen, ich habe nichts damit zu tun, ich will an dem ganzen System nicht teilhaben, oder würdest du sagen, hier, ich nehme meine Stimme und wähle gegen den, weil ich will nicht, dass der in die Macht kommt. Und ich probiere natürlich auch andere dazu aufzurufen, dass sie es ebenso für andere Parteien wählen, die nicht so schlimm sind wie er und die ihn verhindern können und so weiter und so fort. Also, man muss verstehen, dass sowohl das Unterstützen einer Partei als auch das Nicht-Unterstützen, als auch Untätigkeit und Nicht-Wählen, alles das hat moralische Folgen, beides hat moralische Folgen und nicht nur das eine, sondern beides. So, und dann kommen wir zum Grundproblem der repräsentativen Demokratie, weil wenn du jetzt sagst, ich unterstütze eine Partei, dann musst du bist gezwungen, dein Vertrauen in fremde Hände zu legen und diese Leute können dann dieses Vertrauen zum Beispiel missbrauchen und oder, also sie können es missbrauchen oder sie können natürlich auch das machen, was sie von Anfang an gesagt haben. Aber dass Politiker genau das machen, was sie vor der Wahl auch versprochen haben, ist recht unwahrscheinlich. Ganz im Gegenteil, Politiker sind bekannt dafür, zu lügen. Und du weißt es im Voraus nicht. Du weißt im Voraus nicht, welcher Politiker wird ehrlich sein, weil alle tun so, als wären sie ehrlich. Alle geben den Anschein, hier, wählt mich so und ich mache genau das, was ich jetzt sage. Und das ist natürlich oft eben überhaupt nicht der Fall. Und es ist schon die letzten Jahrzehnte immer wieder vorgekommen, dass irgendeine Partei, die vielleicht doch erst so der Underdog war, der so klein war und das war so die Rebellenpartei und die hat so gesagt, hier, wir würden niemals uns auf das Establishment einlassen und wir würden immer dagegen kämpfen und bla 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 bla. Und als sie an der Macht waren, haben die genau das getan, was man eigentlich nicht erwartet hätte oder wogegen sie eigentlich von Anfang an
gekämpft haben. Und das Grundproblem der repräsentativen Demokratie ist, dass du eben dieses Vertrauen in Politiker legen musst. Du musst sie, also wenn du sie wählst, dann hast du im Prinzip nicht mal die Möglichkeit danach, das noch irgendwie zu verändern, weil dann ist diese Partei an der Macht und du kannst 4 Jahre lang nichts dagegen machen. Das ist ein absolutes Grundproblem. Und dann kann diese Partei ihre Macht missbrauchen und du kannst nichts mehr daran ändern. Ist zu spät. Du hast deine Wahl getätigt und was dann passiert, ist nicht mehr in deiner Macht sozusagen. Und der Grund, warum ich überhaupt über dieses ganze Thema rede, ist, ich habe übertrieben und lag falsch. Und zwar, viele von euch können sich ja vielleicht zurückerinnern an dieses Video, was ich über die Wehrpflicht gemacht habe. Und es war ein sehr, sehr emotionales Video. Und ich habe dann, also die Wehrpflicht ist so eine Sache, die ich völlig ablehne, zu 100% eine Sache, die ich als absolut unmoralisch sehe, als absolut tyrannisch. Und das war eben damals gerade so in der Diskussion im Prinzip in der Politik. Und viele AfD-Politiker haben sich zum Beispiel damals für die Wehrpflicht ausgesprochen. Und das fand ich richtig, richtig kacke. Das fand ich richtig, richtig schlecht. Und ich habe dann im Affekt gesagt, ich würde die AfD nicht wählen oder die AfD ist in meinen Augen unwählbar. Und da lag ich falsch und das war offensichtlich eine dumme Aussage, die ich getätigt habe, die ich im Affekt getätigt habe, weil ja, mir war dieses Thema einfach so wichtig und es ging mir so, also es ging mir so an den Kragen sozusagen, dass die das gut finden. Und wie gesagt, deswegen will ich jetzt offiziell die Aussage, die ich damals getätigt habe, dass die AfD als unwählbar finde, zurücknehmen, weil das war eine übertriebene Aussage. Punkt. So, ich hätte die auch kritisieren können und ich hätte die AfD für ihre Position oder die Position vieler prominenter AfD-Politiker in dem Fall hätte ich auch kritisieren können, ohne dass ich jetzt sagen muss, hier, ihr seid komplett unwählbar. Das war einfach eine völlig übertriebene und absurde Aussage von mir. Und deswegen will ich die auch zurücknehmen. Aber hier sind wir eben bei dem Dilemma. Jetzt sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang angesprochen haben. Was machst du, wenn du eine Partei zu 80% gut findest, aber sie dann über die restlichen 20% reden? So. Meine Neutralität. Mir ist es absolut wichtig, dass ich immer neutral bin, dass ich immer sagen kann hier, dass ich jede Partei im Prinzip kritisieren kann, dass ich nicht sagen kann oder das Gefühl habe, ich würde mein eigenes Team kritisieren oder ich würde die Partei, wo ich vielleicht selber Mitglied bin, also ich bin in keiner Partei Mitglied, aber wenn ich in einer Partei Mitglied wäre, dass ich dann sagen oder dass ich dann denke hier, ich kann die nicht kritisieren, weil die sind ja mein Team und ich würde mir selber schaden, wenn ich die kritisiere. Ich will überhaupt nicht in diese ganzen Konflikte geraten. Deswegen, meine Neutralität ist mir absolut wichtig, damit ich alle Parteien kritisieren kann, da wo ich denke, wo man sie kritisieren muss und wo ich natürlich auch alle Parteien loben kann, da wo ich denke, dass man sie loben muss. Also nicht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann mein Team nicht kritisieren und ich kann die anderen nicht loben, weil mir das politisch irgendwie nicht helfen würde. In sowas will ich überhaupt nicht reingeraten. Und jetzt stellt sich halt die wichtige Frage, nämlich über die kommende Wahl in Bayern. Ihr wisst ja, am Sonntag wird gewählt in Bayern und es gibt ja auch in den nächsten Monaten und Jahren viele andere Bundesländer, wo gewählt wird und dann gibt es auch bald wieder in ein paar Jahren eine Bundestagswahl und so weiter und so fort. Und dann stellt sich die Frage, was macht man? Man hat im Prinzip drei Möglichkeiten aus meiner Sicht. Man könnte eine Partei wie die AfD wählen, man könnte eine andere Partei wählen oder man könnte sagen, hier, ich will gar nichts damit zu tun haben, ich gehe überhaupt nicht wählen. Und all diese drei Sachen haben moralische Folgen. Betrachten wir mal Bayern und die Möglichkeiten, die jemand hat, der jetzt in Bayern lebt. So, wenn du jetzt sagst, ich will eine andere Partei außer die AfD wählen, dann stellt sich die Frage, okay, wen? Also die CSU hat ihre Wähler verraten. Ich könnte niemals in dem Zusammenhang die CSU, so wie sie jetzt antritt oder so wie sie jetzt existiert, unterstützen. Also die CSU zu wählen, wäre für mich eine unmoralische Sache. Dann könntest du sagen, okay, die FDP. Aber die FDP ist schwach in Sachen Einwanderung. Und die FDP hat so viel Müll in den letzten Jahren gemacht oder letzten Jahrzehnten, als sie noch mit der CDU an der Macht war, als wir die CDU und FDP-Regierung hatten, so, da haben die so viel Mist gemacht und die sind so unbeständig in vielen Sachen und die sind halt schwach in Sachen Einwanderung, dass ich sagen kann, hier, die FDP kann ich leider nicht unterstützen. Und alle anderen Parteien, so, sei es jetzt die Grünen oder die SPD oder die Linken, da brauchen wir gar nicht drüber reden, so, die sind völliger Müll aus meiner Sicht. So, und dann ist noch die andere Möglichkeit zu sagen, ich gehe gar nicht wählen, aber nicht wählen ist aus meiner Sicht in der jetzigen Welt völlig sinnlos. Völlig sinnlos. Nicht wieder denken irgendwie, wenn ich jetzt nicht wählen gehe, so, dann entlegitimiere ich den Staat und bla bla bla. Aber nichts davon stimmt. Nicht wählen ist völlig sinnlos. Die Leute, die einfach sagen, hier, ich will mich davon enthalten,
Ich meine, es ist deren gutes Recht, aber ihr bringt uns damit keinen Zentimeter näher an eine freie Gesellschaft. Ganz im Gegenteil, ihr könntet leichtfertig dafür sorgen, dass viel, viel schlechtere Parteien noch an die Macht kommen. So. Und dann, wenn man jetzt sagt, okay, nicht wählen ist sinnlos für mich und all diese anderen Parteien zu wählen ist unmoralisch für mich, dann ist die einzige Alternative, die übrig bleibt, die AfD. Und dann muss man auch festhalten, auch wenn es viele Sachen an der AfD gibt, die man kritisieren kann, wie zum Beispiel die Wehrpflicht, finde ich, die AfD liegt richtig in allen Themen, die die größte Relevanz langfristig für Europa und ganz speziell für Deutschland hat. Also die haben die richtige Person, die richtige Position in Sachen Einwanderung, die haben die richtige Position in Sachen Eurokrise, Eurokritik, in Sachen EU-Kritik, in Sachen Bargeldabschaffung, in Sachen Negativzinsen, in Sachen Zensur, die haben überall die richtige Position. So, und das mehr als alle anderen Parteien. So, es gibt viele Parteien, die sind so teilweise gegen Bargeldabschaffung, aber eigentlich würden sie es auch gar nicht so schlecht finden. Viele Parteien sind offen für Zensur, wenn es darum geht, Andersdenkende auszuschalten und stumm zu schalten. So, Negativzinsen, so, das geht sowieso bei den meisten Parteien über deren Kopf hinweg und die wissen da, blicken überhaupt nicht durch. In Sachen EU, eigentlich alle Parteien unterstützen die EU und ich kann die EU als riesiges, tyrannisches, suprastaatliches Konstrukt nicht unterstützen. Und natürlich auch in Eurokritik. Es gibt keine Partei, die den Euro kritisiert, außer die AfD. Zumindest in der Konsequenz nicht. Und in Sachen Einwanderung brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. So, da ist die AfD die einzige Partei, die aus meiner Sicht die richtige Position hat oder zumindest am nächsten an die Position kommt, die richtig ist. Und jetzt stellt sich die Frage, was sind die Alternativen zu der Unterstützung der AfD? Also für Leute, die nicht meine Meinung teilen, bitte ich einfach, folgende Frage zu beantworten. Die einzigen beiden Alternativen wären, nicht wählen und eine andere Partei unterstützen. Und welche dieser beiden Alternativen ist zu bevorzugen und vor allem, warum? So, also aus meiner Sicht ist es unsinnig, gar nicht zu wählen und es ist völlig unsinnig auch, eine andere Partei zu wählen. Und es klingt auch immer so moralisch und so sinnvoll zu sagen, hier, unterstütze nicht das kleinere Übel. Aber die Wahrheit ist, wenn du das kleinere Übel nicht unterstützt, bekommst du in der Realität einfach das größere Übel. Punkt. Also du hast nicht die Möglichkeit, kein Übel zu wählen, weil es gibt eigentlich gar kein Nichtwählen in der Demokratie, weil du sorgst nur dafür, dass die Stimmgewichtung von allen anderen Parteien und von größtenteils schlechten Parteien damit schwerer wiegt, dass sozusagen andere Menschen die Entscheidung für dich treffen können und das sind typischerweise Menschen, die du nicht willst, dass die Entscheidung für dich treffen. Also genau genommen gibt es gar kein Nichtwählen, weil du kannst sagen, du ignorierst Politik, aber Politik ignoriert dich nicht. Punkt. Und deswegen kann man auch sagen, guck mal, man könnte auch sagen, soll man eine Partei unterstützen, die man zu 80% gut findet, aber das ist immer noch besser, als alle anderen Parteien zu unterstützen, die man gar nicht oder die man viel, viel weniger gut findet oder nicht zu wählen, was einfach nur dazu führt, dass andere Parteien an die Macht kommen. Also bei all diesen drei Optionen ist es immer noch sinnvoll, die Partei zu unterstützen, die man wenigstens noch am besten findet, auch wenn man alles schlussendlich nicht gut findet, auch wenn man alles als Libertärer ablehnt, ist es trotzdem sinnvoll, noch die Partei zu wählen, die man wenigstens noch am meisten gut findet oder am wenigsten schlecht findet, je nachdem, wie du es sehen willst. Also mit anderen Worten nochmal als Fazit. Nicht wählen sorgt dafür, dass schlechte Parteien an die Macht kommen. Andere Parteien zu wählen sorgt dafür, dass schlechtere Parteien an die Macht kommen. Also ist für mich zum jetzigen Zeitpunkt die bestmögliche Option, die AfD zu unterstützen. Und ich hoffe, ihr habt meine Gedanken verstanden. Ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, warum ich das mache. Ja, aber das war's von mir. Macht's gut. Peace. Peter Müller ist jetzt auch drin. Schön, dass du auch mal wieder mit dabei bist. Hi, Peter. Hallo, Peter. Hallo, Peter. Hi. Moin. Hallo. Hi. Seid ihr fertig? Hi. Richtig angefangen. Nein, ich freue mich sehr, Peter, dass du da bist. Dann kommt mal ein bisschen Ruhe rein. Ich kann mich entspannen wieder. Hi. Oh, das laggt hier aber ziemlich. Alles gut bei mir? Ja, vielleicht nochmal F5 drücken oder so. Aktualisieren und nochmal kurz raus und reingehen. Vielleicht geht's dann.
Ja, ich schäme mal ein bisschen Kartoffeln. Ja, Peter, der war schon eine Zeit nicht mehr drin. Das war, glaube ich, das mit dem Krypto-Herrschaftsgeseier, ne? War, glaube ich, letztes Mal dabei, ne? So, ja, Peter, probier's nochmal. So, jetzt. Hallo? Ja, sprich zu uns. Du hast das Wort. Ich habe das Wort, oje, jetzt bin ich hier total überrascht. Ja, das Thema ist ja eigentlich, sind ja irgendwie diese Wahlaufrufe von den sogenannten Freiheitlichen, oder nicht? Ja, so mehr oder weniger. Ja. Ja, Oliver Janich und Charles Krüger, wahrscheinlich auch ein bisschen das Thema noch von gestern mit Oliver Stein. Ich weiß nicht, ob das noch ein Thema wird heute. Habe ich nicht mitbekommen. Bitte erklärt nochmal. Ja. Okay, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Ich erkläre es nochmal für die neu dazugekommenen. Also wer zur Wahl geht, fordert andere auf, in seinem Namen Gewalt gegen andere Menschen einfach auszuführen. Das ist so. Und da sind die Beweggründe vollkommen egal. Und das ist was man im privaten Umfeld niemals machen würde. Und ja, jeden, den ich frage, ob er mir das antun würde, was er mir quasi über den Umweg seines Wahlkreuzes antut, der steht dann irgendwie plötzlich auf dem Schlauch und weiß nichts mehr zu sagen. Und das sagt eigentlich schon alles. Ja, okay, nee, kenne ich, ja, habe ich auch schon alles. Also Endcap-Theorie kenne ich und ich weiß auch, wovon ihr redet. Nee, das hat nichts mit Theorie zu tun, das ist knallharte Praxis. So verhält natürlich, aber das ist natürlich praktisch nicht anwendbar in einem Volk, wo denn hier... wie viel 60% zur Wahl gehen, so den Leuten zu erzählen, du bist ein Gewalttäter. Guck mal, ob du das hier irgendwie praktisch anwendest gegen mich. Also du bist offensichtlich Wähler, oder? Nein, das kannst du so nicht sehen. Da gilt Wahlzwang. Ich liebe auch nicht hier, also. Ja, dann ist alles gut, dann brauchen wir eigentlich gar nicht weiterreden, dann ist doch alles gut. Moment, der Sam ist in Luxemburg und der hat Wahlzwang. Und der Merkel ist in Deutschland, glaube ich. Ja. Sind hier auch Deutsche noch im Chat? Ich bin kein Deutscher, ich bin Luxemburger. Also was gibt's ja gar nicht. Nee, was Entschuldigung. Heißt, also, was gibt es nicht? Nee, Entschuldigung. Wenn es Wahlzwang gibt, dann ist es kein Problem, dann geht man halt zur Wahl, weil man wird ja eh dazu erpresst, was soll man denn machen? Also dann gibt es da auch keinen moralischen Widerspruch, aber wenn man das freiwillig macht, dann verhält man sich wie der letzte Mensch. Ja, ist aber also normale Menschen. Ist noch die Frage. Normale Menschen. Ja, sag nur. Ja, normale Menschen machen das nicht. Also, dass sie irgendjemanden dazu auffordern, anderen Gewalt anzutun, der niemand was getan hat. Ah, das ist das Prinzipielle. Also, wie ich kann jetzt nochmal. Nee, da gibt es auch nichts zu relativieren. Videos, verweisen, die versuchen, diese Nichtwähler-Aussicht und die Wähleraussicht irgendwie in ein Modell zu bringen. So. Wie soll man es erklären? Aber die Videos, ja, kann beide nicht verstehen. Das ist halt eine Willensentscheidung oder eine weißt du, also ich kann das nicht verstehen, weil wenn ich einen Wähler frage, ob er mir das Gleiche antun würde, was er über sein Wahlkreuz mir antut oder antun will, dann antwortet er plötzlich nicht mehr. Ja, es sollte doch kein Problem sein, wenn ich irgendwas an niemand anderen delegiere, dass er mir das antut, dann muss ich doch dazu bereit sein, das auch persönlich zu übernehmen und mir die Hände selber schmutzig zu machen. Aber ja. Du brauchst mich nicht überzeugen. Ich kenne die ganze, ich habe genügend gelesen, libertäre Schriften und so weiter. Aber ich, meine das hat ganze nichts mit Familie, Libertär zu tun, übrigens. Nee, meine ganze Familie zum Beispiel ist so drauf. Die gehen alle zur Wahl. Ich versuche denen zu erklären, ja, das ist nicht cool, wenn du den und den wählst. Ja, und guck mal, wer in der und der Partei ist und guck mal, was du mit deiner Stimme anrichtest. Die Leute, weißt du so, die denken gar nicht auf den Dimensionen oder wie auch immer. Das ist mit den, also ja, mit den Namen, so mal Zeit, dass diese Leute das gar nicht erreichen. Das ist voll krass. Ich schaff's also so jetzt mit euren Argumenten auf jeden Fall nicht. Nee. Also ich schon. Also ich erreiche jeden, mit dem ich spreche, der irgendwie zur Wahl gehen will. Und der sich mit mir ernsthaft über das Thema unterhalten will.
Und das ist keine angenehme Erfahrung. Und du willst, dass die Nichtwähler werden. Das ist mir scheißegal, was die machen letztendlich. Aber was sie nicht erreichen werden, dass sie meine Zustimmung und meine Billigung davon bekommen. Also darüber zu bekommen. Und wenn die, wenn die wirklich vehement bei dem Standpunkt bleiben, es wäre irgendwie moralisch einwandfrei, friedlichen Menschen Gewalt anzutun oder anzudrohen, dann trennen sich unsere Wege. Ja, habe ich mein Freundeskreis schon gründlich ausgeklärt. Peter Molyneux, Sektenstyle, so Peter Molyneux, so der sagt hier alle, die wählen gehen und so. Peter Molyneux ist ein Kryptokommunist. Und dann hat er gesagt, hier kommen wie Trump und so weiter. Ja, cool. Nee, Stefan Molyneux hat sich seinen eigenen Bankrott erklärt, also genauso wie Charles Krüger. Okay. Das ist schon vergessen, das funktioniert irgendwie nicht. Man, ja, das ist so scheiße. Entschuldigung, ich halte mich jetzt erstmal aus. Ja, die Frage war noch die vom Alex. Ob der will ja nicht wählen gehen im Sinn, dass er da ein Kreuz macht, sondern will ein Statement setzen, indem er den Zettel ungültig macht oder unterschreibt. Das ist ein, weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, ein Theater oder sowas. Also etwas Aktives machen. Weil der Alex meint, wir haben alle 4 Jahre die Chance, sozusagen irgendwie aktiv ein Statement zu setzen und will deswegen da irgendwas machen. Und der Toni sagt, nein, über jeglicher Kontakt mit den Behörden ist kontraproduktiv. Das wäre jetzt ja, das muss ich aber nicht ausschließen. Weil ich finde zum Beispiel diese Zeit genauso wie Alex auch ganz wichtig. Aber warum werden nicht zum Beispiel Aktionen gefahren, in denen die Menschen aufgeklärt werden, wie unmoralisch das Konstrukt ist, was sie mit ihrem Kreuz hat? Warum gibt es keine aktiven Kampf für Wahlenthaltung? Mit Propagandaschriften, mit Aufklebern, mit was weiß ich, dass die Leute in dieser Zeit, in der die ganzen anderen Figuren sich in ihren Parteien organisieren, ja, und Wahlwerbung machen, warum ist da bitte lass mich jetzt mal aus. Die Marxisten-Leninisten haben genau deine Strategien schon durchprobiert. Was ist denn das für ein Assi-Verhalten hier? Kannst du mal aufhören damit, bitte? Was ist denn das für ein Assi-Verhalten? Wenn es so weitergeht, bin ich hier sofort raus. Ist das klar? Ständig ins Wort fallen und dann in diesem ekelhaften Ton, das geht überhaupt nicht. Okay. Ja, ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass es mich wirklich wundert, dass die Leute nicht in Eigenverantwortung, Eigenregie wirklich auch Aufklärungsmaßnahmen da draußen ergreifen. Stattdessen gehen sie zu irgendwelchen Friedenskundgebungen und Friedensdemonstrationen und hören sich linke Politiker an mit ihren realitätsverdrehenden Phrasen. Ja, ich verstehe es nicht. Ja, ich bin einer der wenigen, der diese Aufkleber gemacht hat und losgezogen ist und hat sich nur aus Interesse mal mit den Leuten konfrontiert. Und es ist erschreckend, wie die Menschen darauf reagieren, wie wenig sich der Eigentumsbegriff in ihnen überhaupt entfaltet hat. Und da sage ich, gerade wenn die Leute da draußen dagegen sind, wenn die Leute es nicht verstehen, stehen wir in der Verantwortung, sie damit zu konfrontieren und nicht damit aufzuhören. Und natürlich weiß ich, dass es in den Familien schwierig ist, ja, dass weil da persönliche Bindungen da sind. Aber gerade weil persönliche Bindungen da sind, sollte man seine näheren Familienangehörigen auf die Unmoral, die ihrem Handeln zugrunde liegt, hinweisen. Und es gibt nichts, aber auch gar nichts, was man dagegen argumentieren kann. Aus meiner Sicht. Also ich habe dazu eine Empfehlung. Ich würde das nicht einfach so machen, sondern ich würde erstmal fragen, ob sie einverstanden damit sind, ob sie sich den Standpunkt auch anhören wollen zu dem Thema. Und auch mit dem Warnhinweis verbunden, dass das nicht gerade angenehm sein kann. Also ja, den eigenen Standpunkt da einfach mal darzulegen und zu diskutieren. Und wenn sie sich darauf einlassen, dann sind die quasi mitverantwortlich an der Situation und dann können sie einem später auch nicht zum Vorwurf machen, hier irgendwie mit absurden Geschichten um die Ecke zu kommen oder irgendwie die Beziehung zu stören oder zu zerstören oder sowas. Also das wäre ein Tipp, also wenn ihr das macht und wenn ihr die Leute fragt, habt ihr wirklich, willst du dieses Thema wirklich ernsthaft mit mir diskutieren und die stimmen zu, dann seid ihr aus dem Schneider und dann läuft das auch ganz anders. Und dann fangen die Leute auch an, drüber nachzudenken.
und sich mit den Sachen zu beschäftigen. Sie werden es am Anfang nicht verstehen. Sie werden am Anfang diese komische, ja, diesen reflexhaften, ja, diesen Abwehrreflex einfach haben. Das ist ganz normal. Wenn man über Jahrzehnte immer nur dasselbe gefressen hat, dann schmeckt das Neue einfach irgendwie komisch und abstoßend erstmal. Aber sie werden sich mit der ganzen Sache auseinandersetzen und irgendwann zurückkommen und dann nochmal Fragen stellen. Also so geht es mir regelmäßig. Ja, du, also gucken wir uns mal die letzten 200 Jahre Menschheitsgeschichte an. Da wird es schon ganz schön hart. Also ich traue jetzt den überwiegenden Teil der Menschheit jetzt nicht unbedingt zu, den gleichen Stimmanteil zu haben, wie jetzt ich zum Beispiel. Oder ja, ich meine, wie viele Millionen Menschen sind draufgegangen durch den Marxismus-Leninismus, der auch nur entstanden ist durch diese überkommenden dynastischen Strukturen von früher, also weißt du, und dann hat man dann irgendwelche Finanzströme, die immer wieder auf angloamerikanische Netzwerke zurückgreifen, die so extrem mächtig sind, verstehst du, die so extremst mächtig sind, man, das war ja sehr drastische Maßnahmen gegenüber freiheitlichen Bestrebungen machen werden. Ja. Also das ist ja alles Mainstream-Historie, so weißt du das? Ja, Martin, wie heißt du eigentlich? Wie heißt du eigentlich? Sebastian Wald. Sebastian, okay. Also ich habe dich ja vorhin schon mal darauf hingewiesen, dass dieses Apologetentum und dieses Runterreden völlig destruktiv ist. Das ist Geschichte, das ist menschliche Geschichte, Junge, Alter. Lass mich doch mal bitte ausreden. Warum verfällst du immer wieder in dieses Muster? Verstehe ich nicht. Du kannst doch das aufgreifen, was ein Thema ist. Weil die Muster mal einen Fick auf dich geben, Alter, und ich weiß ich nicht, wenn sie wollten, rausnehmen könnten aus dem Spiel, wenn okay. Du zu krass wirst. Sebastian, ganz kurz, wir haben trotzdem einen Unterschied zu früher. Der Unterschied ist, dass heute die Leute die Möglichkeit haben, aufgrund von Netzwerken und aufgrund des Internets zumindest mal zu vergleichen. Warte mal ganz, bitte, fange ich schon wieder an. Du hast jetzt also die Möglichkeit, dir zwischen mal verschiedene Systeme anzugucken, ob es die linke Seite ist, die rechte Seite. Du machst eine Entwicklung durch. Du merkst, was ist gut und was ist scheiße. Und irgendwann endest du dann halt am Endeffekt dann bei dem Punkt, dass das alles scheiße ist. Und dass nur die Freiheit eines Menschen die einzige Lösung ist. Und das nicht umsonst ist es ja so, dass wir Libertäre, ich sag mal, also zumindest, wenn wir mal als Benchmark nehmen, der Knechtel hat praktisch, der bezeichnet sich zumindest als Libertär und der hat sich auch sehr, sehr lange so gegeben. Ich hoffe, ich weiß nicht, was sich da in Zukunft ändern wird, aber spielt das eigentlich gar keine Rolle. Der Typ hat ein Video hochgeladen, was das sowas von genau, sag ich mal, darstellt, was wir wollen. Und das Ding hat 250.000 Aufrufe inzwischen. Und sagen wir mal, davon sind 70% nur begeistert, da haben wir schon mal eine riesengroße Menge und das war früher gar nicht möglich. Also wir reden vielleicht von 200.000, die den Libertarismus verstanden und vielleicht zum Teil verinnerlicht haben. Das ist eine ziemlich gute Basis, die noch nicht so da war und noch mehr ist es in Amerika und von da kommt ja der ganze Kriegswahn und der ganze Schrott. Und die sind uns, was das betrifft, noch mal ein bisschen eher voraus, weil da gibt es schon libertäre Radiosendungen, da wo die dann in der Sendung kiffen und über Freiheit quatschen und was alles an dem System kacke ist und wie man es am besten umgehen kann. So, und das ist schon eine andere Situation als früher, finde ich. Also wir haben diesmal tatsächlich eine reelle Chance. Nee, selbst die Amis die Waffen in ihren Bergen verschanzen und sich dann warten auf den nächsten Bürgerkrieg, so weißt du, selbst die Leute haben keine Chance. Und dann sitzen hier Leute wie hier Dings und erzählen was von wegen, ja, wir müssen jetzt hier keine Wahlen und wir müssen jetzt hier nichts machen und ich weiß gar nicht, was will er eigentlich. Aber hier, Sebastian, jeder Einzelne hier in dem Hangout, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich ihn das fragen würde oder auch mich selber fragen würde, was er für eine Intention hat, hier in diesen Hangout zu kommen, dann wüsste jeder hier ausgiebig zu antworten. Mich würde es von dir wirklich mal brennend interessieren. Also was hat dich dazu angetrieben, heute in den Hangout zu kommen und was sind deine konkreten Botschaften oder Ziele oder whatever, was hast du eigentlich hier verloren?
Danke. Das waren jetzt drei bis vier Fragen. Bitte eine Frage auf einmal. Also was mache ich hier in den Hangout? Ich habe jetzt hier eine Nachricht bekommen von Let's Play. Und das meine ich überhaupt nicht. Ich habe gehofft, dass ich nicht auf Tony stoße schon wieder. Ne? Ja, mit seinem lustigen Hut. Mal nicht die Umstände, sondern die Beweggründe. Ja? So, was erhoffst du dir hier für eine Botschaft zu senden? Ey, komm, ich bin jetzt hier Student, ich habe jetzt hier vorlesungsfreie Zeit, ich habe jetzt hier mich gut eingerichtet, mache meinen Nebenjob. Deine Umstände interessieren mich nicht. Ich habe dir eine Frage gestellt. Luft ablassen, das ist meine Intention. Ah, Luft ablassen. Okay. Ja. Okay. Hm. Aber na, was machst du nicht wirklich viel Sebastian, was ist das? Was ich hier mache? Aber vielleicht kann ich mal weitermachen. Guck mal, ich bin jetzt hier Soziologie. Warte mal. Dann darf ich euch doch auch erkennen. Du hast mich ja gefragt, was jetzt hier meine Intention ist. Ich bin jetzt hier Student, ja, Soziologie. Das hat ja ganz schön lange gedauert. Ja. Wenn du es hören willst, ist ziemlich beschissen, ziemlich etatistische Scheiße, obwohl die Soziologie, also Sozialwissenschaften ja eigentlich eine tolle Wissenschaft an sich wäre, aber hardcore staatlich indoktriniert ist, ist nicht lustig. Wie lange willst du ja noch zugucken? Vielleicht kannst du auch mal was dazu sagen zu diesem... Komm hier der Moderator. Ich bin völlig sprachlos. Ich bin hier gerade was am Essen, aber ich habe euch einfach mal ein bisschen zugehört. Ja, dann übernehme ich mal. Auch bald. Was soll ich hier bitte, Peter? Was? Ja, warum ich hier bin, ist vielleicht ganz interessant. Ja, genau, erzähl mal. Ja, weil ich eigentlich ganz froh bin, dass es wenigstens hier, also hier im Chat noch zwei, drei, wenn ich richtig mitgezählt habe, Leute finde, denen es auch ähnlich geht wie mir, aber ich weiß ich nicht, also ich werde jetzt Charles Krüger auch deabonnieren. Mich interessiert das jetzt nicht mehr weiter, was er da so macht. Also er hat im Prinzip hat er seine persönliche Bankrotterklärung heute abgegeben und Oliver Janisch schon lange und mit ihm zusammen auch die ganzen anderen, also Stefan Molyneux und die ganzen anderen komischen Pseudo-Anarchisten, die irgendwie Wahlkrampf machen über Trump und AfD und sonstigen Scheiß. Also deswegen bin ich hier, weil ich Das sind irgendwie so eine Handvoll Leute sind halt dann doch noch übrig und da bin ich irgendwie heilfroh drüber und das ist alleine schon mal ein gutes Gefühl. Ja. Peter, ja. Also mich würde mal was interessieren und zwar hast du eigentlich diese beiden neuen Videos mal angeguckt vom Schatzgrüger, dieses Pro-Wählen und Kontra-Wählen? Ja, nicht so richtig. Also ich habe das eigentlich nicht ertragen. Also mir geht es auch so. Ich fand es wirklich ekelerregend. Ich habe mich aber dann doch irgendwie durchgezwungen, weil ich nebenher noch was anderes gemacht habe, habe da mal so zugehört. Und ich fand es einfach, ich fühle mich irgendwie, wenn ich das sehe, ne? Und ich sehe die Reaktionen darauf von den Leuten, ne? Und wie viel Daumen nach oben und die Kommentare und so. Also, vielleicht hat sich das jetzt geändert. Ich habe mir es heute schon ziemlich früh angeguckt, wo es rauskam. Aber ist einfach, ich komme mir dann so vor, dann denke ich, stimmt mit mir vielleicht etwas nicht, ne? Habe ich das vielleicht nicht begriffen oder so, ne? Alle anderen finden das doch toll und so. Der Eindruck entsteht, das ist natürlich nicht so. Es gibt genug Leute, die es kritisch sehen, ne? Und ich bin total froh, dass es echt noch ein paar Leute gibt, auch wenn es vielleicht nur eine Handvoll ist oder so, ja, die nicht diese Scheiße da mitmachen und so, ne? Und man darf es nicht vergessen, Oliver Janich und Charles Krüger und diese Leute, das sind nicht Leute, die sich mal so ein bisschen mit Libertarismus befasst haben oder so, ne, die das nicht begriffen haben. Sie haben es bis zu Ende gedacht, ja. Und für mich ist das ein Verrat an der Freiheit, ja. Ich finde es richtig übel. Und ach, dieses Grinsen, dieses Interview mit Oliver Janich, ne, wo er dann so steht und so und was Oliver Janich da rausgehauen hat, da kam null Kritik und so. Ich habe auch ein Video mal gemacht mit Oliver Janich übers Wählen, ne. Ich habe dann auch zu ihm gesagt, wo klebt denn das Blut an meinen Händen oder was? Was ist denn das? Ne, ich bin nicht damit einverstanden, Olli und so, ne. Warum kommt denn da nichts? Ich finde das einfach so. Ich finde das einfach ja, so also mies. Mir ist auch. Ja, erzähl ruhig. Ich habe von den drei Videos habe ich kein einziges zu Ende geschafft, weil mir körperlich einfach zu schlecht geworden ist. Das ging eigentlich gar nicht. Und naja, ich sehe das genauso. Also mir ist jeder Linke, der einfach offen sagt, ja, wir wollen hier Leute unterdrücken und knechten und bis der Arzt kommt und besteuern, möglichst 120%, ist mir lieber, weil die sind wenigstens ehrlich. Ja. Und was oft bei der ganzen Diskussion unter den Tisch fällt, ist,
diese Leute sind doch die beste Bestätigung für das Herrschaftssystem, was es gibt. Also wenn ich an der Stelle von Merkel und Co. wäre, ich würde mir ja ein Loch in den Bach lachen, in den Bauch lachen vor lauter Freude und vor lauter Spaß, wenn ich solche Diskussionen oder solche moralische Relativisten mir anhöre, weil die geben mir genau die Bestätigung, die ich brauche, für meine Aktionen, die ich da geplant habe. Also die AfD und so weiter, das ist eigentlich nur so ein Schauspiel, also es ist so eine Teile- und Herrsche-Geschichte, eigentlich das dümmste und primitivste Prinzip, was es gibt für Herrschaft, und die Leute fallen immer noch drauf rein. Und ja, das ist doch die allerbeste Bestätigung, die man bekommen kann. Die Legitimation des Systems basiert nur auf den gewählten Stimmen, also auf den prozentualen Stimmen. Also jeder Wähler gibt seine Stimme für das Grundgesetz und für den deutschen Parlamentarismus, ne? Also, ne? Für die deutsche Demokratie. Und das ist eine Legitimation, von denen sich das System speist. Das ist eine grundsätzliche Annahme, ne? Es beginnt ja schon viel früher. Es beginnt ja im eigenen Kopf. Was mich dazu veranlasst, eben dahin zu gehen, also mich diesem entwürdigen Ritual hinzugeben, das fängt ja schon an im eigenen Kopf. Also dass da irgendwas nicht richtig stimmt. Und wenn ich das für mich will, das ist ja auch wieder so ein Aspekt, der ignoriert wird von den meisten, auch von den meisten, die in die richtige Richtung argumentieren. Was absolut ignoriert wird, ist, es geht da nicht um die eigene Person, sondern die Außenwirkung ist entscheidend. Also das, was unbeteiligten Dritten in meinem Namen geschieht, das ist das Entscheidende. Wenn ich für mich selber Herrschaft will oder Demokratie oder was weiß ich, das ist ja auch dasselbe, dann ist das doch vollkommen okay. Aber die Drittwirkung ist das Problem, dass eben unschuldige, außenstehende Leute davon negativ betroffen sind und mit Gefängnis und Körperverletzung, Tod und Enteignung und so weiter bedroht werden, und im Zweifel wird es dann auch durchgeführt. Ja, okay, aber das ist ein Gedankengang, auf den kommen die wenigsten Leute und von selbst schon gar nicht. Deswegen ist halt wirklich, diese Diskussionen sind schon wichtig. Aber ich muss nochmal zum Tone zurück, weil der sagt, er versteht es nicht, warum die Leute da so wenig Anti-Wahlwerbung machen. Und da muss man sich halt auch nur vergegenwärtigen, was da für eine Gehirnwäsche läuft, was da für eine Manipulation läuft, und gerade zu Wahlzeiten. Und jetzt haben wir aber wirklich auch mitbekommen, wie sogar scheinbar hartgesottene Libertäre und Anarchisten zur Wahl aufrufen. Da kann ich mich doch nicht wundern, Tone, dass dann die normalen Menschen nichts gegen das Wählen haben, sondern das für total natürlich halten. Nicht? Das wird ja den Menschen mehr oder weniger eng. Das geht ja schon mit der Klassensprecherwahl los. Nicht? Diese Einstimmung auf dieses Verhalten, auf dieses System. Nicht? Die Menschen werden doch. Ja, aber Libertäre hängen ja heutzutage eher so an neurechten Spektrum, also an eurasischen, russisch dominierten Europa-Szenario. Also das ist schon ziemlich hart. Also wenn ich mir die ganzen YouTuber, libertären YouTuber angucke, das sind alles so teilweise Leute, die machen in Interviews mit Identitären und Neurechten und so und wamsen sich da so ran. Das ist vollkommen ekelhaft, Alter. Kannst du völlig vergessen, die libertäre Szene zu größten Teil. Selbst Charles Krüger, guck mal nach Charles Krüger, wo er mal über rechte Netzwerke herzieht, über die rechten NATO und russischen Netzwerke redet. Nö, macht er nicht. Nur über Linke herziehen und so. Also das ist schon ganz schön arm, was da in der libertären Szene in Deutschland abgeht. Also weiß ich nicht. Ich würde kurz was gerne hier vorlesen, was gerade im Chat steht. Der Max, der hat geschrieben, niemand wird gezwungen, in Deutschland zu leben, Peter Müller. Also gibt es auch keinen Zwang in Deutschland. Du hast die Wahl, dort hinzuziehen, wo du willst. Moment mal. Dazu würde ich ja mal was sagen. Oder sagst du was dazu sagen? Also, dazu würde ich also. Ja, ich wurde ja direkt angesprochen. Ja, okay. Gut, ich wurde direkt angesprochen. Das ist dasselbe Szenario, wie wenn ich jetzt am Spielplatz sitze und da in Ruhe spiele. Angenommen, ich bin irgendwie so ein Dreijähriger und dann kommen irgendwelche Bullies daher und gehen mich irgendwie aggressiv an. Und dann sage ich halt was dagegen, oder die Eltern sagen was dagegen, meine Eltern sagen was dagegen, und die Eltern von diesen Aggressoren sagen mir, ja, du kannst doch gehen. Dann geh doch. Du bist doch freiwillig hier.
Das ist genau dieses Scheißargument. Das ist überhaupt kein Argument. Ich wollte es ähnlich auffassen, aber genauso sieht es nicht aus. Warum seid ihr mit eurem Herrschaftssystem, kommt ihr später, wie war er hier? Genau. Ich wollte es eigentlich genauso erklären, nur nicht mit dem Spielplatz. Ja, ja, alles gut. Das kommt natürlich drauf an. Ne? Also ich meine, das Problem ist, der Spielplatz gehört denen ja nicht. Ne? Wo haben die denn das Recht, darüber zu bestimmen oder die anderen scheiße zu behandeln oder wegzuekeln? Wenn der Spielplatz natürlich jetzt jemandem gehören würde, ja, also das ist denen ihr Privatspielplatz, ne? Ich finde, da können die auch hingehen und die anderen werden ja dann nicht gezwungen, sich auf den ihrem Privatbesitz aufzuhalten. Ja? Ja, das wäre ein anderes Ding, aber das ist ja quasi ein öffentlicher Platz. Ja, das ist ja wie, da könnte man ja auch argumentieren, mit der Mafia zum Beispiel, ne? Wir haben jetzt irgendwie ein Geschäft oder was und dann kommt dann die Mafia und alles oder die besetzen das und wir sollen jetzt so und so viel Schutzgeld abdrücken, wobei die Mafia ja doch noch viel gnädiger ist als der Staat. Aber trotzdem, ne? Und dann, ja, ihr müsst ja nicht hier bleiben, ihr könnt ja weggehen, ne? Also, oder ich könnte ja auch genauso hingehen, einfach bei jemandem das Haus, keine Ahnung, mit paar Mann oder was, ne? Und dem sein Haus verwüsten oder da irgendwie Chaos anrichten. Und dann kann ich sagen, du wirst ja nicht gezwungen, hier zu bleiben, du kannst ja jederzeit weggehen. Ich meine, man sieht, wie. Aber das Bild ist schief. Das Bild ist schief, weil mafiöse Strukturen immer von staatlichen Strukturen überschattet werden. Also es gibt kaum eine mafiöse Struktur, die nicht abhängig wäre von gewaltmonopolistischen staatlichen Strukturen. Also da hängen immer Geheimdienste mit drin. Von daher ist das Bild ein bisschen schief, aber okay. Ja, gehen wir lieber mal auf die andere Ebene runter, auf die persönliche. Also angenommen, ich wohne hier in der Nachbarschaft und ich spiele mit meinen Nachbarn Demokratie. Das heißt, ich suche mir irgendwie Gleichgesinnte, die eben den Plan haben, bestimmte Nachbarn oder irgendwie alle auszurauben. Und ich schaffe es irgendwie, so eine Bande zusammenzubringen von 20 Mann und ich gehe dann zu meinem unmittelbaren Nachbarn rüber mit den 20 Mann und sage dem jetzt, ja, wir sind die Mehrheit und du gibst uns jetzt hier 50% von deinem Einkommen. Sonst schlagen wir dir die Bude kurz und klein. Also es ist ja im übertragenen Sinn, ist es ja so. Und weißt du was, weil wir ordentliche Demokraten sind, da lassen wir dich auch noch mitstimmen bei der ganzen Sache. Und wenn es dir nicht passt, dann zieh doch weg. So funktioniert es. Und auf der Ebene sieht man eigentlich, dass dieses Argument nicht funktioniert. Und dass das psychologische Kriegsführung. Ja, also... Ja, du bist doch frei, woanders hinzugehen, so nach dem Motto, als Aggressor. Das funktioniert nicht. Das ist militärische, psychologische Kriegsführung. Und auf dem Level funktionieren eigentlich alle kollektivistischen Ideologien. Das ist alles psychologische Kriegsführung gegen individualistische Grundprinzipien. Sag ich meine. Ich würde auch sagen, in dem Beispiel, das der Peter gesagt hat, in der Wirklichkeit gibt es ja noch als Überbau des Gesetzes, also sozusagen die Recht und Ordnung. Das heißt, da wird verboten, dass du andere Leute bedrohst, andere, also rein gesetzmäßig, ne? Andere Leute, schon Stalking ist ja teilweise jetzt verboten, dass du sie überfällst und so weiter, Geld abpresst. Das sind alles Sachen, die sind laut Gesetz verboten. Nicht? Es kommt immer darauf an, was ist da für ein Überbau da, um die Gesellschaft sozusagen zu ordnen oder das gemeinsame Moral oder Ethik, auf das sich die geeinigt haben oder auch nicht geeinigt haben, der eben da ist. Und auf der Basis sind bestimmte Sachen dann schon gar nicht mehr möglich. Das sind zum Beispiel, das ist absolut richtig. Das Thema Gesetze ist ein sehr schönes Thema, weil ich sage immer so kurz zusammengefasst, Gesetze sind entweder überflüssig oder sie sind Unrecht. Und ich erkläre es mal kurz. Also mit überflüssig meine ich, wenn die Leute wollen, dass irgendwas geregelt wird, dann kann man das vertragsmäßig auch regeln. Dann stimmen die eh zu und dann braucht man kein Gesetz, was anderen aufgezwungen wird, sondern da finden sich dann Leute zusammen und die einigen sich auf Regeln, die dann auch interessanterweise eine wesentlich höhere Verbindlichkeit haben, weil jeder eben zugestimmt hat, als Gesetze, die einseitig aufgezwungen werden. Das ist der eine Fall. Die vertraglichen Regeln ersetzen quasi die Gesetze, die überflüssig sind. Und der andere Fall ist, dass anderen Regeln aufgezwungen wird und das ist einfach Unrecht. Jawohl, genau so sieht es aus.
Und das stell ich mir vor als vernünftigen Bürger. Und ja, lass mich jetzt mal ausreden. Und bevor das Argument kommt, das wird nicht funktionieren und wir sind irgendwie viel zu viele und wir sind ja 80 Millionen und so weiter. Ich kenne die ganzen Diskussionen alle. Sollte man sich einfach mal die Vereinslandschaft anschauen in Deutschland. Also das ist hochkomplex, unglaublich variantenreich, aber es funktioniert. Und es funktioniert nach verbindlichen Regeln und es funktioniert im Sinne der Beteiligten. Und warum ist das so? Ich bin freiwillig Mitglied in einem Verein und einige mich auf das Angebot an Regeln, die mir da gemacht werden. Und ich verpflichte mich zu bestimmten Sachen, also zu Beitragszahlungen, zu bestimmten Arbeitsleistungen oder irgendwelchen anderen Verhaltensweisen. Und das funktioniert. Es gibt Vereine von 10 Mann zwischen 20 bezahlen. Ich weiß mir schon wieder ins Wort. Ja, aber sag mal, lieber Taryn Jabalon, was soll denn das eigentlich? Lass ihn doch mal ausreden. Aber du bist immer nur am Rumjammern, du sagst uns immer nur, dass es nicht geht. Das geht nicht und das geht nicht. Also für mich ist das irgendwie der totale Defätismus. Wie haben sie früher dazu gesagt, Wehrkraft zur Setzung oder was? Gut, so krass ist es jetzt nicht, aber das ist so einfach. Wie soll uns das weiterbringen? Ich meine, das wäre doch viel geiler, sich, warte mal gerade, jetzt hör mir doch nicht auch ins Wort, warte bitte mal. Guck mal, es wäre doch viel geiler, wenn wir uns überlegen, wie kann es denn gehen? Ja? Gibt es das vielleicht schon? Wie zum Beispiel in der Vereinsstrukturen, was der Peter jetzt sagt, oder sonst irgendwas? Oder was können wir für Alternativen finden oder so, ja? Oder wie können wir uns da rausziehen aus dem System immer mehr, ja? Und nicht immer nur, warum das alles nicht geht. Das geht doch eh nicht. Ich meine, das ist was. Was ist das hier für mal Bader. Also, ich weiß gar nicht, was das Roland Bader, den libertären Helden, der sagt, dass hier das Geldsystem vergleichbar ist mit den Drogenkranken, ja? Also, dass man jetzt hier eine Entgiftung vornehmen müsste und diese Entgiftung Jahrzehnte braucht und wahrscheinlich Millionen Opfer fordert. Also Frage genau dazu. Ich weiß nicht, Frage genau dazu. Was hast du denn schon gemacht? Bist du ausgestiegen aus dem Geldsystem? Ja, würde ich gerne. So weißt du, ich bin hast du es gemacht oder hast du es nicht gemacht? Na, wie soll ich denn das machen? Soll ich jetzt hier, ja komm, ich komme mit meinen Knöpfen und bezahle bei Rewe. Hier kommen meine Knöpfe. Ich weiß nicht. Ja, also wenn es um deine Ersparnisse geht, dann kannst du das locker machen. Also klar, wenn du Umsätze machen musst, also über Mietzahlungen und irgendwelche Sachen kaufen etc. im Supermarkt, da musst du liquide sein in der Zwangswährung. Da gibt es keinen Ausweg, aber es zwingt dich niemand dazu, dein Vermögen in diese Währungen zu parken und den Banken quasi einen Kredit zu geben und das über den Weg noch zu befördern. Und da ist eben die Frage, was hast du da hingegen gemacht? Also was würdest du mir empfehlen? Bist du so Finanzexperte? Also ich würde die Fiat-Währungen nur noch zur Verrechnung akzeptieren, zu sonst nichts. Ja, das ist schon mal... kann ich nachvollziehen. Guter Tipp. Und das funktioniert auch. Und ansonsten kann man quasi außerhalb des Geldsystems kann man auch sehr viel machen. Also man kann einfach, es ist einfach ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Jeder hat was anzubieten, was irgendein anderer brauchen könnte. Und umgekehrt ist das auch so. Es ist dann zwar ein bisschen komplizierter, man muss... Ja? Das läuft doch alles unterhalb des Systems von EZB. Also das... Nee, es läuft dann auch... Beziehungsweise des Dollar-Imperiums. Nee, das läuft dann außerhalb. Also wenn ich in meine Leistung in irgendwas reinstecke, irgendwas generiere, was ein anderer braucht und umgekehrt hat jemand anderes für mich was ich quasi direkt im Barter-Geschäft dagegen tausche, dann läuft nichts über das Geldsystem. Machst du Bitcoin den Transfers oder was? Sagst du, renovierst deine Wohnung und kriegst dafür Bitcoins? Nee, das nicht, aber du kannst zum Beispiel das Material bestellen bei einem Händler, der Bitcoins akzeptiert, ja, und dann deinem Handwerker sagen, bitte verwende das Material. Es geht darum, Möglichkeiten zu finden und Möglichkeiten zu suchen und nicht das Bestehende permanent zu relativieren. Und aber du meinst, dass eine Organisation, die Milliarden von Euro bekommt an Steuergeldern, eine Organisation mit Milliarden Steuergeldern nicht Bitcoins unterwandert hat, wie die CIA zum Beispiel.
Meinst du, sowas ist möglich? Nee, ich denke da ganz anders. Ich denke auf der individuellen Ebene. Ich denke, was ich hier in meiner Umgebung machen kann. Und ja, das Erste, was man machen kann, ist, dass die unmittelbaren sozialen Beziehungen hier in der Umgebung in Ordnung sind, dass die Familie in Ordnung ist, hier schon mal anzufangen, weil das ist letztendlich das, was einem Sicherheit gibt und wo man, ja, also wirklich das persönliche... Hier von Berlin, wo Leute, so weißt du, so die U-Bahn-Treppen hinuntergetreten werden, so von irgendwelchen Asozialen, so Penner angezündet werden. Ja, ich tue das nicht. Ja, glaube ich dir. Aufs Wort. Okay, ich würde mal gerne unseren nächsten Gast hier begrüßen, und zwar hier Dings, ich weiß gar nicht, wie du überhaupt richtig heißt, von Orwell-Zeit. Ja, jo, genau, Orwell, hey. Wie lange wollen wir jetzt eigentlich schon zusammen eine Sendung machen? Ich glaube schon seit Monaten, ne? Ich wollte bei dir, glaube ich, auch schon mal rein, und es hat nie geklappt. Jetzt bin ich froh, dass du heute auch mal dabei bist, ne? Jo, ja, ich habe es gesehen gerade, ja, herrlich. Wir haben mit Sicherheit ganz, ganz unterschiedliche Meinungen, was bestimmte Themen angeht, aber es gibt auch Überschneidungen. Letztes Mal ein interessantes Video gemacht über Intelligenz und Rassen und so. Ich habe auch mal so ein Video gemacht, aber das war halt sehr spontan und schlecht vorbereitet. Ja. Aber das hat mir echt ganz gut gefallen. Deswegen bin ich damals auf deinen Kanal gestoßen. Hast du ein paar schöne Videos gemacht über Demos und so, wo du dann da warst und hast ihm alles gezeigt und so, ja? Jo. Und ja, aber ich wollte euch jetzt auch nicht unterbrechen. Hallo. Ich wollte mal kurz hier Hallo sagen. Jo, ja, servus. Ich wollte auch kurz, ja, ich wollte auch nicht unterbrechen. Hier streitet ihr euch über Bitcoins oder was? Nee, eigentlich nicht. Es geht darum, was einer persönlich machen kann, um sich dem System erstmal finanziell zu entziehen. Das ist die Frage. Also, ich möchte gerne darauf eingehen, was der Peter gesagt hat bei den Vereinen. Ich habe mir nämlich aufgefallen, dass Sebastian, wenn jemand von uns einen konstruktiven Vorschlag bringt, dann geht er sofort drauf und geht in die Menge, also Millionen, Massen, Völker, Länder, Geschichte. Ne? Aber entscheidend ist doch, wie wir persönlich miteinander umgehen. Das ist erstmal der Anfang. Wie gehe ich mit meinem allernächsten... Das ist nicht entscheidend. Millionen Menschen sind gestorben, Alter, für irgendwelche Ideologien im letzten Jahrhundert, Alter. Das ist nicht entscheidend. Deine Idee ist nicht entscheidend. Sorry. Entschuldigung, hast du nicht mitbekommen, das Beispiel von Peter mit den Vereinen. Jeder Verein, ja, klein für sich, aber ja, insgesamt ergibt das ein Vereinsnetz. Ja. Das klappt. Genau. Ja, aber das zerfällt ja alles in Deutschland. Ja, aber nicht von selbst. Das wird kaputt gemacht. Ja, ja, klar. Ne? Das ist klar. Das ist auch, sag ich mal, über Zuwanderung, über die, ja, das Wichtigste ist die Arbeit. Ich meine, ich habe letztens mal mit einem alten Volleyballer gesprochen, der hat gesagt, früher war das so, die haben studiert und wenn die eine Klausur hatten, dann sind sie trotzdem zum Training gegangen, zum Spielen. Die Klausur war zweitrangig. Und das Volleyball war an erster Stelle der Verein. Und heutzutage heißt es dann, ich habe eine Klausur, ich kann nicht zum Spiel kommen, ich kann nicht zum Training kommen. Und das ist, was in jungen Jahren ja angefangen wird, ist zu sagen, das Wichtigste, und das ist ja, was mit Frauen auch gemacht wird, das Wichtigste, was eine Frau erreichen kann im Leben, ist, dass sie viel Geld verdient und arbeitet. Das zerstört natürlich auch die Familien. Und dieser Schwachsinn des Ultrakapitalismus, der uns sehr früh eingepflanzt wird. Dass sie genügend Geld für den Staat erwirtschaftet, das ist das Wichtigste. Dass sie genügend Geld für den Staat erwirtschaftet, das ist das Wichtigste für die Frau. Also, das muss ich sagen. Ja, ich weiß nicht, ob das Wichtigste für die Frau ist, hat es vielleicht für den Staat oder die Leute, die das möchten, dass die Frau arbeitet. Ja, für den. Die Frau per se weiß ja eh, Freud hat das ja passend gesagt, nach 30 Jahren weiß er immer noch nicht, was die Frau möchte. Deswegen, also die Frauen haben keine Ahnung. Wer weiß das schon? Ja, eben. Ja, aber das prinzipiell ist halt wichtig, dass die Deutschen wieder halt eine Kultur hinkriegen, die ihnen entspricht. Oder dem deutschen Geiste und nicht. Was soll das heißen? Ich bin Preuße und ich weiß nicht mal, was Preuße ist. Lass doch bitte mal die Leute ausreden. Das ist unmöglich. Das geht einfach gar nicht. Entschuldigung. Ja, kein Stress hier. Moment, Sebastian, ein Vorschlag oder eine Bitte. Könntest du dich bitte muten, wenn du nicht sprichst? Dann wenn du dann den anderen ausreden lässt und dann mutest du dich und dann sprichst du. Ich will nur die junge Diskussion unterstützen. Also ich bin Preuße und ich will wissen, was preußisch ist oder
Ja, es gibt doch gerade aus Preußen gibt es auch die preußischen Tugenden, aber prinzipiell, ich meine, man muss nicht weit gucken, um zu gucken, wie sich verschiedene Völker, Menschen verhalten. Ich habe ja auch wieder das Vergewaltigungsvideo, das zum Beispiel Vergewaltigen, die Frau hochstellen, das ist halt nicht deutsch, das ist nicht germanisch. Die Frau anzugrapschen ist auch nicht deutsch, gehört hier auch nichts zu suchen. Polygamie hat in Europa auch nichts zu suchen, das haben alle anderen Völker gemacht, wir nicht. Und bitte? Was ist deine Adresse? Oder wo finde ich deine Videos? Ach, unter Orwell. Wo finde ich deine Videos? Orwell Zeit auf YouTube, ich glaube, das findest du. Bist du ein Orwell-Fan? Was, Orwell-Fan? Ja, der ist ja ein ganz cooler Junge gewesen. Der er war selber Sozialist, aber eigentlich ein cooler Typ. Ja gut, von den Sozialisten, die es gab, war auch nicht begeistert. Aber prinzipiell, ich sag mal, ein gutes Beispiel ist ja der Nationalsozialismus. Der wurde ja eigentlich 1:1 übernommen in der sozialen Marktwirtschaft. Der Deutsche möchte ja, genauso wie der Franzose übrigens, der möchte ja nicht den Ultrakapitalismus in der Gesellschaft haben, so wie die Angelsachsen zum Teil, sondern der Deutsche, der möchte ja eine Gemeinschaft haben, die auf sich achtet und jedem auch hilft. Ja, das wurde natürlich pervertiert, indem wir jetzt allen aller Welt helfen müssen, aber prinzipiell ist das für uns die moralische Art des Lebens. Bitte? Aber wie hängt es zusammen mit den, sag ich mal, wie es ja immer in der Geschichte heißt, so für Siebenklässler, den Flickenteppich in Deutschland, wo denn halt die Kurfürsten gab und diese Fürstenreiche und so. Also, wie passt es mit deiner Aussage zusammen? Damit hast du in dieser Sendung schon zum 5. Mal angefangen oder zum 4. Mal. Ja, weil es mich jetzt sehr, sehr betrifft, Toni. Ja, was meinst du mit Kurfürsten? Also wenn man die deutsche Geschichte anguckt, dann bestand Deutschland immer aus ganz kleinen territorialen Gebieten, von denen einige Kurfürstenländer waren. Davon gab es an Anfang 7 und die haben den Kaiser und König bestimmt und so weiter. Und inwieweit war das besser oder schlechter im Gegensatz zu dem, was in eng ist zu der Zeit. Also das ist ja, also ich sehe da jetzt nicht prinzipiell große Unterschiede im Herrschaftssystem. Ja, erstmal, ich weiß gar nicht, ob die Angelsachsen da oben, ich meine, die stammen ja auch zum Teil hier ab, aber zum Beispiel die Wikinger, Germanen, die hatten, bitte? Ja, es gibt das sind schon größtenteils Deutsche, ja. Ja, die sind ja da eingewandert. Aber ich weiß eben nicht. Ich meine, dort hat sich ja natürlich auch die Demokratie durchgesetzt. Ne? Die Leute wollten mitbestimmen. Das ist natürlich alles pervertiert worden. Aber bei den Germanen und bei den Wikingern gab es immer das Ting. Dort hatte jeder eine Stimme. Und mittlerweile wollen die ja bei uns das einführen, dass das Volk dumm ist, die Fresse zu halten hat und nur Experten eine Meinung haben dürfen. Und das entspricht uns natürlich nicht. Das ist, was irgendwelche Sklavenvölker machen, aber nicht die Deutschen oder die, ja, auch die Angelsachsen mögen das nicht. Ja, wir wollen halt mitbestimmen. Das ist. Ja, aber du bist überstimmt von zwei Leuten, die gestern extra drei geguckt haben oder die Heute-Show oder die anderen Propagandasender und die sich daraufhin informieren und irgendwelche Bullshit-Parteien wählen. Ja, ich meine, du fragst gerade, wie wir sind. Ja, natürlich, uns wird erzählt, wir werden seit über 60 Jahren zugeballert mit, wir sollen die Fresse halten. Und ich habe die Sendung, was war das? Da haben sie sich zusammengetan und gesagt, was die AfD für Nazis sind. Die Nazi-Keule funktioniert ja noch ganz gut, die macht den Leuten Angst. Aber es wird halt auf Dauer nicht funktionieren. Und man merkt ja, dass die Politiker Angst vorm Volk haben, mehr und mehr durch Zensur und so weiter. Ich meine, die verklagen, da verlieren Leute ihre Jobs, wenn sie das Maul aufmachen. Du wirst verfolgt von der Polizei zum Teil.
und so weiter. Die haben Angst. Und die wissen auch, wieso, weil mit Chinesen zum Beispiel kannst du es ewig machen, solange es wirtschaftlich ganz okay geht. Mit den Japanern wohl auch, mit den Pakistanis sowieso und so weiter, mit den Europäern halt nicht. Ja? Ich meine, Demokratie gab es nirgendwo auf der Welt, außer in Europa. Und das ist nicht grundlos so. Wir haben einfach keinen Bock. Ja, aber das ist doch nur ein Scheinsystem für ein Herrschaftssystem. So, das ist nur, wir machen alle 4 Jahre Wahlen, Legitimation, so das System frisst Legitimation und macht dann halt daraufhin ihre Sachen so, wie sie es denken. So. Also das ist ja. Und vom Prinzip her, es gibt schon 2 Leute, die hier extra 3 und wie gesagt gesehen haben und dich überstimmen. Was sind das für eine Demokratie? Ist ja cool. Ja, die Demokratie ist eh scheiße mittlerweile. Entschuldigung, darf ich kurz was dazu sagen? Hau rein. Also, wir haben eigentlich gar keine Demokratie. Wir haben eine parlamentarische Demokratie, aber das ist nicht gleich eine Demokratie. Demokratie wäre, wenn die Regierung jeden Bürger, also die Bürger fragen würde, für jeden einzelnen ihrer Schritte, wo die Regierung machen will, und wenn es nur die Eröffnung, keine Ahnung, von einer Botschaft im Ausland ist, das wäre Demokratie, aber wir haben eine parlamentarische Demokratie. Es ist Unsinn. Bitte lass mich das mal ausführen, weil mich würde Peters Meinung dazu interessieren. Also ich vertrete die Ansicht, dass Demokratie auf dem Mehrheitsprinzip basiert und ist damit für mich unmoralisch. Und zwar unabhängig davon, ob es eine direkte Demokratie ist oder eine parlamentarische Demokratie. Demokratie ist per se unmoralisch. Sie war noch nie moralisch, sie wird nie moralisch sein. Sie basiert auf dem Mehrheitsprinzip. Ich habe ja nicht gesagt, dass sie moralisch ist. Ich habe nur gesagt, dass wir nicht in einer Demokratie leben, sondern in einer parlamentarischen Demokratie. Und das ist nicht gleich eine Demokratie. Dasselbe. Und das, was du mit dieser Aussage betreibst, ist ein Legitimieren eines Herrschaftskonstruktes. Und zwar ohne, dass du es wahrscheinlich mitkriegst. Ja, ich glaube, es ist also nicht gemeint von Sam Jones. Ne? Also ich weiß nur, ich bin auch absoluter Antidemokrat. Soll ich was dazu sagen? Ja, sag ruhig, ja. Ja, also ich finde einerseits Demokratie eine super Sache und andererseits finde ich es total schlecht. Und das wichtigste Merkmal ist, ob man gezwungen ist, da mitzumachen oder nicht. Wenn ich nicht dazu gezwungen bin, mitzumachen, zum Beispiel beim Verein, der irgendwie nach demokratischen Prinzipien funktioniert und ich verpflichte mich dazu, eben da mitzumachen, aus eigener Entscheidung, weil ich das irgendwie für sinnvoll halte und es funktioniert, dann funktioniert es auch im Sinne aller Beteiligten. Dann beugt sich halt der Einzelne dem Mehrheitsentscheid und dann ist gut, weil er dem vorher zugestimmt hat. Wenn mir der ganze Mist aber aufgezwungen wird, dann finde ich das katastrophal. Und ja, das ist für mich der Lackmustest. Demokratie auf der einen Seite kann es funktionieren, kann eine wunderbare Sache sein. Auf der anderen Seite, wenn es mir aufgezwungen wird als Herrschaftsinstrument einseitig, dann ist es eine absolute Katastrophe. Und so ist es mit so ziemlich allem im Leben. Und um gleich bei dem Thema nochmal zu bleiben, was hält denn eigentlich ein Freiheitlicher von irgendwie Nationalismus und irgendwie deutsch und keine Ahnung, preußisch genau und ordentlich und hin und her und auf der anderen Seite diese verlotterten, ich weiß nicht was, aus Nordafrika und hin und her. Da ist es auch genau das Gleiche. Also ich gucke mir jeden einzelnen Menschen an und wenn der anständig mit anderen, mit seinen Mitmenschen umgeht und mit mir umgeht und auf Gewalt gegen friedliche Menschen verzichten kann, dann ist er bei mir herzlich willkommen. Und wenn nicht, dann nicht. Dann kann er sich verziehen. Und da ist mir auch egal, um welche Nationalität es sich handelt. Das ist für mich das Entscheidende und der Rest ist mir vollkommen egal. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand irgendwie national eingestellt ist und irgendwie besonders deutsch sein will und unter sich bleiben will. Ja gut, dann soll er sich mit Gleichgesinnten zusammentun. Solange er mir nichts tut und anderen nichts tut, die ihnen nichts tun, ist doch alles wunderbar. Und umgekehrt genauso, wenn einer Multikulti und Toleranz und was weiß ich und Gender und quer und was weiß ich will, soll er das bitte schon machen. Aber soll bitte andere, die das nicht wollen, einfach damit in Ruhe lassen. Und zwar direkt und indirekt. Ja. Sehr schön, Differenz. Das indirekte Thema, das wird auch häufig ignoriert. Also das haben wir bei der Flüchtlingsthematik. Bei der Flüchtlingsthematik ist nicht das Problem, sind nicht die Flüchtlinge, auch wenn es Wirtschaftsflüchtlinge sind oder sonstiges. Das Problem ist, dass wir
dazu erpresst werden, den Leuten zu helfen. Wenn dieses nicht der Fall wäre, dann hätten wir da überhaupt gar kein Problem, weil dann würden nur diejenigen helfen, die es von sich aus wollen und von sich aus als sinnvoll einschätzen. Und da geht es nicht, dass man einfach den guten Willen der Menschen ausnutzt. Das wird sofort, da wird die Hilfe sofort eingestellt. Und die Möglichkeit haben wir eben nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich halte den Anteil der Steuern, der für die Hilfe draufgeht, einfach zurück, dann komme ich in den Knast. Und genau das ist das Problem. Das Problem sind nicht die Flüchtlinge, sondern das Problem ist die Tatsache, dass wir erpresst werden, um denen zu helfen. Ja, den Sachverhalt kann man eigentlich so ziemlich auf alles übertragen. Ich muss sagen, was bei mir noch so ein Punkt ist, das ist zum Beispiel, klar ist zum Beispiel jetzt in einer Privatrechtsgesellschaft oder so, jeder entscheidet natürlich, was auf seinem Grund und Boden passiert und wenn er fremde Menschen einladen möchte, insofern er das denn überhaupt möchte, ja, was ja auch die Frage ist, aber kann er das natürlich gerne tun, ja. Es ist trotzdem so ein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, selbst wenn wir jetzt hier selbst wenn das alles nur super tolle Menschen wären, ne? Alle Einwanderer, die jetzt aus Nordafrika kommen oder sonst irgendwo her, ne? In einer gewissen Zahl oder sowas, ne? Eine gewisse Prozentzahl oder keine Ahnung, ja. Ich weiß nicht genau, wie man das festlegen soll. Das müsste ja in der Privatrechtsgesellschaft die Leute selber entscheiden, was sie wollen, was nicht. Aber es ist trotzdem so, dass selbst wenn das alles nur super tolle Kerle wären, würde ich das trotzdem nicht haben wollen. Dass Deutschland komplett überfremdet ist oder dass dann irgendwann dass er nicht mehr deutsch ist oder sowas. Na gut, jetzt kann jeder wieder überlegen, was heißt da Deutsch für ihn persönlich oder was, aber das ist, weiß ich nicht. Also das wäre so ein Ding, ich würde mich dann hier überhaupt nicht mehr wohlfühlen. Ne? Also da ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt mit einem Schwarzen befreundet wäre oder so, einfach mal so mit einem oder ein paar oder was, oder ob das hier jetzt komplett dadurch bestimmt wird. Also das, also ich persönlich, ich will das jetzt keinem irgendwie erzwingen oder was, aber das ist für mich einfach so ein Ding, weiß ich nicht, mir wird es dann echt hier nicht gefallen oder sowas, ne? Und ich weiß nicht, wie andere das sehen, aber ich sehe das halt persönlich so, ne? Also es wäre jetzt nicht so mein Ding, glaube ich, ne? Also wenn das einfach komplett dadurch bestimmt wird, ne? Wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Ausländeranteil hätten von, was weiß ich, paar Prozent oder so, ne? Und auch wirklich nur Leute, die wir hier tatsächlich haben wollen, wo wir nicht dazu erpresst werden, das ist ein anderes Ding, aber es ist einfach, wenn das in der Intensität so hoch ist, das, ja. Also gut, wenn alle anderen das dann unbedingt wollen, dann kann ich natürlich auch wenig dagegen machen, aber was? In dieser Situation ist diese Schizophrenie im Zusammenhang mit der Wahlwerbung gerade von der AfD sehr bezeichnend. Ja, das heißt, das politische Spektrum fordert die Leute dazu auf, einem Herrschaftskonstrukt die Legitimation zu geben, die eigentlich ursächlich sind dafür, dass es diese Völkerwanderung überhaupt gibt. Ja, so, und dieser offenliegende Widerspruch, der wurde von Oliver Janich auch ständig umgangen und umschifft. Also wer wählt, sagt ja zum Staat und zum Steuern und zu dem ganzen Enteignungskonzept. Und genau dieses Konzept ist halt auch dafür verantwortlich, dass aus anderen Kulturkreisen die Leute nach Europa strömen. Die haben das orchestriert, die haben sich das einfallen lassen, die haben das geplant. Ich sage nur hier, Google. Naja, nee, also da gibt es schon echt einen Krieg und es gibt schon echte Bombardements und es gibt schon echte echten Tor so in den schon wieder ins Wort gefallen. Ich sag mal, lieber Terran Jabulon, jetzt mal im Ernst, also ich glaube, wenn du das jetzt nochmal machst, dann kicken wir dich einfach raus. Toni, kannst du auch mal ein Steuerelement in Auffrage geben für dich? Also, mich nervt das. Ja, komm, das ist nicht böse gemeint, was? Entschuldigung, aber wenn jemand erzählt, die Leute, die kommen einfach so ohne Grund so und die haben ja gar keine Motivation und die wollen jetzt hier so an den Blut saugen von den Menschen, das ist auch schon ziemlich. Ja, du weiß ich nicht. Total Worte in den Mund, das ist widerwärtig, was du hier machst. Ich rede davon, dass auf europäischer Ebene im großen Stil auch Konzerne damit beauftragt sind, genau diese Schlepperstrukturen aufrechtzuerhalten. Und es sind genau dieselben Kreise, die hierzulande Wahlpropaganda machen. Es ist genau dasselbe. Und da ist ein offenkundiger Widerspruch. Und diese Kreise sind. Ja, aber man muss ja die Menschen, die dann hier auch kommen, dann auch mal als Menschen betrachten. Und man muss ja jetzt nicht unbedingt denn so sie
als irgendwelches Material sehen, was man beschießen müsste. Du legst so. Das kannst du vergessen. Davon habe ich überhaupt nicht geredet. Ich habe von Strukturen geredet und du legst mir jetzt Worte in den Mund, dass ich von Menschenmaterial rede. Was bist du für ein widerlicher Vogel? Da kann ich nur zustimmen. Das geht ja mal gar nicht. Okay. Geht echt nicht. Also, was ist jetzt? Ja, wie heißt denn zum Beispiel die Firma? Ich habe sie jetzt vergessen, die diese ganzen Bauzäune macht und so weiter, die auch die ganzen Rettungsmaßnahmen da unten koordiniert. Wie heißt sie? Ich komme jetzt nicht drauf. Das Zentrum für politische Schönheit hat das schön. Europäische Organisation auf jeden Fall. Nein, es ist eine staatliche Organisation. Ja. Das sind Strukturen, die genau daraus erwachsen, dass Menschen unreflektiert Steuergelder abtreten. Mit diesen Geldern wird genau das finanziert. Ja? Und genau diesen Kopf will die AfD kontrollieren. Und deswegen machen sie Wahlpropaganda. Und genauso deswegen machen die Linken Wahlpropaganda, weil sie genau diesen Topf haben wollen, mit dem sie die Völker... Weißt du, was das Problem mit der AfD ist? Die AfD ist zu schlecht vernetzt. Guck dir die CDU, CSU an. Die sind so gut vernetzt in atlantischen und eurasischen Netzwerken, das ist unglaublich. Und die AfD dagegen sieht aus wie ein Clown, wie ein Zwerg. So. Also ich sag mal nur von der Vernetzung her, was die politische Ebene angeht, von den Leuten, von den höchsten Leuten, ja. Von daher ist ja eigentlich die Wahl schon entschieden. Es wird wieder eine große Koalition geben und hast du nicht gesehen, ne? Ja, die brauchen das momentan. Die wollen noch mal 2/3 Mehrheit, weil sie doch jetzt viele Gesetzesänderungen durchbringen wollen. Und da wird das auf jeden Fall dazu kommen, denke ich, klar. Endzeit, Leute, Endzeit. Und ich sage, nein, wir leben nicht in der sogenannten Endzeit, wir stecken mittendrin in einer Apokalypse und zwar im wortwörtlichen Wortsinn der Wortbedeutung, nämlich der Entschleierung und Enttäuschung. Und solche Geschichten wie Charles Krüger und Oliver Janich und auch Robert Stein zeigen eindeutig auf diese Richtung, dass hier einfach Schwurbelprinzen wegbrechen und dann ein riesengroßes wie nennt sich das, ein Aktionsspielraum entsteht, in dem die Menschen da draußen endlich mal ein bisschen handeln können, indem sie die Meinungsmacht genau dieser Vögel brechen und selber Nachrichten machen und Informationen teilen. Also ich sehe das auch ein Stück weit positiv, dass sich die Leute da geoutet haben. Nee, ich meine, geoutet hat sich Oliver Janich schon, weil er sich darüber gefreut hat, dass Trump gewonnen hat. Ja, der hat sich ja schon lange. Oliver Janich, macht mal ein Buch wie der Oliver Janich. Die Quellenarbeit ist unglaublich gewesen. Ich habe mittlerweile die Theorie, dass er da. Also sorry, Leute, nee, ich konnte es nicht mehr ertragen. Vielleicht kriegen wir jetzt hier mal ein bisschen was Vernünftiges auf die Reihe, aber ich kann das nicht mehr ertragen. Ja. Ich hätte wollte gerade rausgeschmissen. Also ich war auch schon, ich hatte schon einen Finger am Abzug, interessant, ne? Das war dummer Gedanke. Aber was wollte ich denn sagen? Ja, hier übrigens, was Oliver Janich angeht, ich weiß ja nicht, inwiefern das Leute mitbekommen haben, aber ich meine, er ist doch nie aus der PDV ausgetreten. Ich meine, und der PDV, wann hat er die gegründet? 2009 oder wann war das? Ja. Und es war jedenfalls so die Zeit, wo ich mich intensiv angefangen habe, mich mit Libertarismus und sowas zu befassen. Und der war ja nie da draußen oder so. Der hat ja auch nie gesagt, auch wo er, ich meine, der war zwar schon eine Zeit lang da, wie soll ich das jetzt sagen? Also jetzt nicht hier diese Richtung Welt AfD oder sowas, sondern halt schon, wo er das mehr in Vordergrund gestellt hat, hier mit Anarchismus oder Privatrechtsordnung oder sowas. Aber trotzdem war er nie komplett weg davon. Ne? Also ich habe mir auch sogar immer noch ein Gespräch angeguckt, durch das ich überhaupt auf Charles Krüger aufmerksam wurde 2015. Wo nämlich wo der dann Oliver Janich halt interviewt hat, ne? Und und selbst da hat er gesagt, dass man auch auf parteipolitischem Wege da irgendwie was erreichen könnte oder so. Der war da eigentlich nie weg davon, ne? Also das darf man, glaube ich, beim Olli nie vergessen, ja. Aber wie gesagt, beim Charles hatte ich halt den Eindruck, dass er schon da richtig krass
sich das jetzt sagen, konsequent anarchistisch war oder so. Und übrigens, Peter, ich frage dich jetzt mal was. Hast du gewusst, dass Charles Krüger auch in der PDV war und sogar, glaube ich, stellvertretender Parteivorsitzender? Irgend sowas hat er gesagt. Das hat mich total überrascht. Wusste das nicht. Wusstest du das? Ja, natürlich. Ich wusste das. Aber ich kenne auch eine andere Aussage von ihm, die in der Zeit danach gefallen ist. Ist er da irgendwie ausgetreten? Und da hat er gesagt, also das war der schwerste Fehler in meinem Leben, da irgendwie mitmachen zu wollen. Ja, genau, das sagt er auch in seinem aktuellen Video. Ja, und jetzt ist er wieder, umgefallen. Also insofern, für mich lohnt sich das nicht mehr, irgendwas anzugucken, was der so von sich gibt, weil es ist irgendwie, kann ja jederzeit wieder passieren. Ja, warte ganz kurz. Die Glaubwürdigkeit ist jetzt dahin. Ja, warte ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Wie gesagt, genau, er sagt in dem Video, dass er da drin war und ist er rausgegangen, weil er irgendwie gesehen hat, das bringt irgendwie nicht so wirklich was, ne? Und genau, und dann wäre er halt hier irgendwie dann konsequent wohl gegen Herrschaft gewesen, aber jetzt hätte er auch nochmal gesehen, auch durch die Trump-Wahl oder so. Ich habe es mir nur so nebenbei angehört oder so, ja, ich muss mir das sicherlich nochmal angucken, aber um das genauer beurteilen zu können. Aber halt dann, und der hat ihm ja jetzt gezeigt, dass das ja irgendwie doch was bringt. Oder es ist doch für mich ist auch diese Argumentationskette überhaupt nicht glaubwürdig. Ne? Ich frage mich wirklich, was sind denn eigentlich die wahren Beweggründe, warum der jetzt wieder so umgeschwenkt ist oder was? Und ich muss sagen, Peter, ohne Scheiß, ich habe wirklich andauernd Videos geteilt von dem oder sowas. Ich meine, die waren ja auch inhaltlich wirklich top, ja. Und er hat wirklich schön schlüssig argumentiert und sowas auch. Und er erklärt das immer so schön. Also das ist, ich fand das wirklich toll. Und seit den Aktionen da jetzt, seit diesem Video letztens mit Oliver Janich, dieses Wahlspezial und das alles, das hat alles so einen Touch jetzt bekommen. Weißt du so, das ist sogar, wenn er jetzt noch richtig gute Videos rausbringt, zum Beispiel Wirtschaft verstehen, was mir echt gut gefallen hat, weißt du, das ist, oder wo er dann über die Praxeologie auch spricht und sowas, ne, was darauf basiert und alles. Und das ist, ja, selbst wenn jetzt noch vernünftige Sachen kommen, ich kann das Gesicht jetzt nicht mehr sehen, ich kann nicht mehr ertragen, ja. Nee, ich guck das auch nicht mehr. Also ich guck's nicht und ich unterstütze es nicht und ich verteile das auch nicht durch die Gegend, weil es ist jetzt einfach vorbei. Also entweder man hat Prinzipien oder man hat keine und er hat gezeigt, dass er keine hat. Und mit Leuten, die keine Prinzipien haben, ja, die muss ich nicht unterstützen. Ja, und es ist wirklich so, wie du es vorhin gesagt hast. Ne? Also wenn da jetzt ein Kommunist kommt, der sagt, hier, er will die Herrschaft, bla bla bla. Ne? Es ist mir auch wirklich lieber, wenn jemand wirklich sagt, hier, wähl die AfD oder der schon immer das straight durchgezogen hat oder so. Ja, das ist für mich irgendwie, ja, also ich kann mit solchen Leuten einfach mehr anfangen, ja, oder jemand, der jetzt sogar sagt, ich will jetzt hier irgendwie NS-Regime oder was auch immer, ja, oder hier Richtung Alternative Right oder was, ja, verstehst du, ich stimme da nicht zu oder so, ich will das ja so nicht, ich bin libertär, aber das ist, ich kann da einfach mehr damit anfangen, da weiß ich wenigstens, wo ich dran bin oder so, ja, und das ändert sich jetzt nicht plötzlich dann, ja, also das ist, wenn so jemand da plötzlich sagen würde, ich bin jetzt libertär und dann auch morgen wieder, nee, ich bin national oder was, da würde ich mir dann auch Gedanken machen, aber das ist einfach so inkonsistent, ja. Ja, vor allem, wenn ich mich in die Lage von der Herrschaft hineinversetze, dann haben jetzt solche Leute geben mir ja quasi die Anleitung, wie ich umzugehen habe mit Leuten, die in Richtung Freiheit arbeiten. Und zwar muss ich quasi so ein Szenario kreieren, wo sie dann wieder umkippen. Und zwar, wo sie sich zum moralischen Relativisten wieder zurückentwickeln, weil sie eben sagen, naja, das geringere Übel ist ja irgendwie doch besser, wenn man sich dafür entscheidet und da ihre Werte an der Stelle wieder verraten. Das ist eine sehr, sehr gute Anleitung für mich als Herrscher, genau so vorzugehen und dieses Szenario eben dann wieder herbeizuführen und schon ist wieder alles in Butter. Und es ist ja auch so eine Sache auch mit dem Minimalstaat, ja, wenn wir jetzt so einen hätten, ja, das ist ja auch immer Definitionssache, was ist jetzt Minimalstaat, das könnte auch 50% Steuern bedeuten oder so, dass wir so viel ausgeben für innere und äußere Sicherheit zum Beispiel und das da wird man immer irgendwas finden, ja, man wird immer irgendwas finden, warum wir jetzt doch keine private Gesellschaft haben können, warum man den Staat jetzt doch noch braucht und selbst wenn alles hier tutti wäre, wunderbar, dann erzeugt man einfach selber irgendwas, irgendein Problem wieder, ne, wie es ja die ganze Zeit gemacht wird und bietet dann wieder die entsprechende Lösung. Das ist doch, ich glaube, auf dem Weg kommst du nie da raus, ja, und verstehen aber viele Leute nicht, ne? Und dann immer, was kann man denen denn mal dazu sagen? Ich meine, es ist schon klar, dass man kann natürlich an die Sache rangehen, wie du es ja auch machst, dass halt eben sagst, hier, wärst du auch wie, was willst du für ein System, bla bla, und das, er will das so und so, wie willst du denn das finanzieren? Würdest du das auch gegen mich machen und sowas, ne? Und ich finde das geil, dass das schmettern Leute einfach immer ab, ne? Also ich sehe das irgendwie in Diskussionen, das ist
Oder was ich auch total geil finde, diese freche Behauptung auch von Charles Krüger oder von Oliver Janich auch, nee, man sagt ja gar nicht Ja dazu, ne? Man sagt ja gar nicht Ja dazu, es ist ja nur Selbstverteidigung. Was haben die für Vorstellungen von Selbstverteidigung? Selbstverteidigung ist, wenn ich mich selber verteidige, aber doch nicht, wenn ich andere dazu beauftrage, andere auszuplündern oder Gewalt gegen die zu initiieren. Das ist schon eine sehr, sehr seltsame Auffassung von Selbstverteidigung. Ja, und das dann einfach, man sagt dann einfach, ah, nö, ich legitimiere das ja gar nicht damit und dann ist es auch keine Legitimation mehr oder was, dann stimme ich nicht mehr zu oder wie? Das ist doch total geil, ne? Also ich verdrehe das einfach, ich behaupte das einfach so, ne? Und die ganzen Leute laufen mir eh hinterher, ne? Und wie gesagt, und das zeigt doch für mich, was haben die überhaupt für einen Charakter, diese Leute, ne? Wie gesagt, Charles Krüger, Trump war, nö, wählen scheiße, bla bla bla. Ja, Charles Krüger, und dann, nee, wählen es doch irgendwie ganz gut. Und dann, ja, Charles Krüger, was sind das für Leute? Und uns wird vorgeworfen, ja, teilweise hier auch irgendwelchen Leuten, ja, bei euch ist irgendwie Kadavergehorsam oder sonst irgendwas. Das ist für mich irgendwie Kadavergehorsam. Ich laufe einem einfach hinterher. Das sind einfach so Kultfiguren oder so, ne? Oder ja, Oliver Janich und jetzt haut irgendwas raus, der könnte morgen irgendwas anderes raushauen. Nee, aus dem und dem Grund müssen wir jetzt doch die Grünen wählen, ja? Und dann wählen die Leute dann die Grünen oder was? Das ist ja, zumal ja die AfD ja trotzdem immer noch diesen globalen Plan trotzdem eindeutig folgt, indem sie auf den neuesten Plakaten liest man ja, Angela Merkel ist nicht für eine Obergrenze. Das heißt, was impliziert das für mich? Die AfD ist für eine Obergrenze. Was heißt das? Sie lassen trotzdem noch hier Flüchtlinge rein. Also was soll sich dann bitte ändern? Ich habe ja schon mal ein Video drüber gemacht, hier mit Obergrenze. Ich bin übrigens auch nicht für eine Obergrenze. Ja. Das ist ja immer dargelegt und so. Oder auch mal mit Olli besprochen. Die Gesichtspunkte, unter denen ich das da betrachtet habe, das ist ja quasi wie wir das auch besprechen, dass nur derjenige hilft, der helfen möchte. Und ja, wie viele wären das dann? Weil die meisten wollen ja gar nicht selber helfen, die wollen ja nur, dass die anderen dazu gezwungen werden, um sich dann irgendwie auch toll zu fühlen und irgendwie zu klatschen am Bahnhof oder was. Ja, da wäre meine erste Frage immer, ja, wie viel hast du denn geholfen? Wie viel hast du gespendet? Wie viel wohnen bei dir zu Hause? Auf deine Kosten, genau. für wie viele Leute bürgst du eigentlich? Ja. Also das ist eine wunderbare Frage, die man jedem Politiker stellen kann. Und auf die er keine Antwort geben will. Genau. Auf die er definitiv eine Antwort hat, nämlich gar nichts. Ja, und das habe ich auch. Aber wir wollen natürlich nicht darauf antworten, genau, weil dann wird dieser Widerspruch einfach deutlich. Und diese ewige Lügerei. Und das hatte ich auch gesagt im Video, da ging es dann, hatte ich irgendwie das mit Anja Rechke angesprochen, weil da wieder irgendwas war, als Video schon wieder älter, ne? Kann schon sein, dass es 1-2 Jahre alt ist, aber wo ich dann gesagt habe, Anja Rechke, das ist schon okay und so, ne? Wir können die Leute hier reinlassen in dein Haus. Ja, du kannst diese Leute finanzieren und du kannst sie durchfüttern bis an dein Lebensende. Das ist vollkommen okay, ne? Und dafür bürgen natürlich noch, ja, wenn die Leute irgendwie Straftaten begehen, dann, dass wir sie dann einfach dafür bestrafen. Aber genau dieser Punkt hat eben, das haben dann auch Leute wieder nicht verstanden, weil ich total geil fand. Dieses Video, das haben ganz, ganz viele nicht verstanden und haben mir dann hinterher gesagt, nee, aber sie wollen ja irgendwie doch nicht Masseneinwanderung oder so. Das hat das ja quasi bedeutet, was ich da gesagt habe, ne? Dass wir das Problem eigentlich nicht hätten, sie hatten es nicht verstanden, ne? Das ist das war auch total geil, ne? Und ich weiß es manchmal nicht, ey. Ich bin in letzter Zeit irgendwie, ich muss sagen, weißt du, Peter, wo ich vor ein paar Monaten mal die Sendung hatte mit dem Wählen mit Oliver Janich, da war ich noch so voller Elan irgendwie, ne? So. Und dann aber irgendwie jetzt, ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt wieder das Gespräch hätte, Peter, dann hab's ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, aber ich glaube, da warst du nicht drin, aber ich meine, das ist, ich habe den Elan irgendwie gar nicht mehr, weil ich mir irgendwie so denke, dass das irgendwie Zeitverschwendung ist, ja, da irgendwie drüber zu diskutieren, dass da nichts dabei rauskommt und dass auch das Publikum das auch größtenteils nicht begreift oder so oder dann wieder mit irgendeinem Dreck kommt. Ja, Oliver Jahn, ich habe doch Bücher geschrieben und bla bla bla. Das hat das eine doch nichts mit dem anderen zu tun, ja. Ich kann doch hingehen und habe schon so viel Positives gemacht, das wird ja auch nicht in Abrede gestellt, ja. Nur, das kann ja trotzdem sein, dass ich jetzt plötzlich Sachen raushaue, die ergeben vielleicht nicht so viel Sinn oder so, ja. Und Ich hab doch keinen Freifahrtschein oder so, ja. Wenn ich vielleicht mal irgendwas Tolles rausgehauen habe oder so und dann kann ich jetzt nur noch Scheiße von mir geben. Oder ich sage ja nicht, dass es nur Scheiße von sich gibt. Ich gucke mir die Videos an, ich finde da wirklich vieles, ja, das kann ich auch unterschreiben, auch hier mit dem Klimawandel, wo er sich damit befasst hat und sowas. Das sind ja alles so Dinger, da sage ich ja auch ja, ne? Aber für mich ist halt ein ganz wichtiger Punkt, mit diesem Wählen halt. Und deswegen hatte ich auch damals die Sendung mit ihm gemacht. Und ich sehe das gar nicht, dass.
Ja, ich weiß es nicht. Ich komme irgendwie ein bisschen erschöpft vor in letzter Zeit, ja, was das Ganze angeht. Ja, also weil ja. Wir haben in letzter Zeit auch so viele Diskussionen gehabt, auch wieder mit Leuten und so, auch wieder die gleiche Argumentation und bla bla. Und dann hat mir jemand gefragt, hier, was wäre denn, wenn du Capo wärst im KZ oder so und müsstest über uns wachen und dann, du würdest uns dann aber nur halb so viel misshandeln wie der andere Aufseher und dann, ja, dann wäre das doch okay, dann geht's euch doch besser und so, ne? Und diese Denkweise irgendwie, ne? Also bei mir ist es interessanterweise genau andersrum. Also mir geht's eigentlich ganz gut. Ihr habt ja gemerkt, dass wir jetzt bei Freiwillig Frei nichts mehr gemacht haben zu dem Thema. Ganz einfach deswegen, weil wir eigentlich schon alles gemacht haben zu dem Thema vor 4, 5 Jahren. Es ist eigentlich schon alles gesagt zu dem Thema, was wir dazu zu sagen haben. Und das Einzige, was wir noch machen könnten, ist jetzt das Ganze nochmal wiederholen. Aber wozu? Und ich finde immer wichtig, so die persönliche Ebene, die individuelle Ebene nicht aus den Augen zu verlieren. Und wenn man sich darum auch kümmert, wenn man sich um sich selber und sein Umfeld kümmert, dann bewegt sich da schon sehr viel in Richtung Positives. Und das ist das, was ich persönlich jetzt so in letzter Zeit gemacht habe. Und ja, das Leben wird besser dadurch. Sehr viel besser. Ich muss halt auch eins sagen, um das zu unterstützen. Wenn man sich die Agenda anschaut, also der Plan, der da seit langem durchgezogen wird, dann ist der im Prinzip, besteht der darin, unsere Strukturen zu zerstören, also die Strukturen unserer Gesellschaft. Also nicht der System, sondern unserer menschlichen Miteinandergesellschaft. Also die Familie zu zerstören, die Verhältnisse der Menschen untereinander zu zerstören, das Vertrauen der Menschen untereinander zu zerstören. Und für Angst ist immer Hauptmotiv. Angsterzeugung ist immer Hauptmotiv. Weil Menschen mit Angst lassen sich sehr viel leichter manipulieren. Alles, was in Richtung, es geht von der, ich sage es immer wieder, es geht bei der Geburt im Krankenhaus, geht's los über die Kita, Kindergarten, Schule, Arbeitsstelle, Altersheim. Die Vereinzelung der Menschen, die Absonderung der Menschen, die Zerstörung des Zusammenhalts. Sieht man sehr schön an der Familie. Also staatliches Handeln ist ja darauf ausgerichtet, die Familienstrukturen zu zerstören, also die Eltern möglichst schnell wieder zurück in den Frondienst zu bekommen und dann die Herrschaft über die Kinder zu übernehmen, in der Kita oder sonst irgendwo. Das ist darauf ausgerichtet. Und warum ist es so? Weil eben dann quasi ja so eine Art Urangst bei den Kindern dann entsteht. Also die Sicherheit der beiden Eltern haben sie dann nicht mehr und sie fragen das dann woanders nach. Und dann kommen so Sachen, dann kommen die ganzen Autoritäten ins Spiel. Sie fragen das ja bei irgendwelchen schlechten Vorbildern nach und am Ende dann bei Politikern und dann an der Wahlurne wird diese Nachfrage erzeugt. Also wenn man es mit wirklich selbstbewussten, geistig gesunden Leuten einfach zu tun hat, dann fragen die sowas gar nicht erst nach. Deswegen ist quasi das staatliche Handeln darauf ausgerichtet, die ganzen sozialen Bindungen ständig da ein Störfeuer reinzustreuen. Also Schule ist ja das beste Beispiel. Schule ist darauf ausgerichtet, die Bindung zwischen Eltern und Kind anzugreifen und möglichst zu zerstören. Also sowohl in räumlicher Hinsicht als auch in geistiger, emotionaler Hinsicht. Also wenn es Stress von der Schule gibt, das Ganze funktioniert ja so, dass die Kinder nur dadurch unter Druck gesetzt werden können, dass ihre Beziehung zu den Eltern auf dem Spiel steht. Dass die Eltern Druck machen. Also die Schule macht über die Eltern Druck auf die Kinder und ja, so zerstört das einfach Stück für Stück die Bindung zwischen Eltern und Kindern. Und genauso ist es auch mit den Rollenbildern, also mit diesem ganzen Gender-Quatsch. Also ein geistig gesunder Mensch, der kann damit einfach nichts anfangen. Also das ist irgendwie vollkommen absurd, was da passiert mit diesen Multigeschlechter, was weiß ich, für ein Quatsch, 65 Stück bei Facebook. Ich meine, das ist so dermaßen absurd und lächerlich. Aber genau das ist ja auch darauf ausgerichtet, dass man sich so in sich selber nicht mehr richtig finden kann als Kind. Also man ist dann diesen komischen Reizen. Im Grunde liegt es dieser kabbalistische Satanismus. Ja, es ist wirklich erschreckend. Ja, also dass sie quasi nicht mehr in sich selber ruhen können und diese Stärke, diese individuelle Stärke und dieses Selbstbewusstsein einfach aufbauen, um ihr Leben einfach selbst gestalten zu können und ihre sozialen Beziehungen auch selbst gestalten zu können. Und da eine gewisse Sicherheit auch dadurch gewinnen. Und daraus entsteht, aus Unsicherheit entsteht Angst. Und Angst steigert die Nachfrage nach Politik und nach Herrschaft. Das ist relativ einfach.
Genau, der Mensch soll in Abhängigkeiten gebracht werden. Ja. Körperlichen und psychischen natürlich. Nicht? Und ich sehe auch genau da den Ansatz, wieder unsere sozialen Strukturen wieder in Ordnung zu bringen. Also wieder Netze zu knüpfen im Sinn von, dass ich wieder zwischenmenschlich mich wieder auf ein menschliches Maß oder humanistisches Maß oder weg von Fremdbestimmung. Dass ich da wieder, Toni nennt es immer Vertragsfreiheit, dass ich wieder lerne, mit anderen Menschen direkt zu kommunizieren und mich mit dem zu einigen. Und nicht immer danach zu schielen, was ist jetzt vorgeschrieben in Beziehungen, wie muss ich mich als Mann verhalten, wie muss ich mich so verhalten, sondern dass ich das, sage immer, als Basis reicht mir eigentlich die goldene Regel. Nicht, also was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Auf der Basis kommen die Menschen meiner Meinung nach hervorragend zurecht. Und wenn wir uns auf der Basis lernen, wieder zu treffen und dieses überzogene Konkurrenzdenken abstreifen, mit das wir hinein, die Kinder werden ja schon in der Schule in dieses Konkurrenzdenken hineingetrieben, hineinerzogen. Nicht? Und vor allen Dingen auch, dass nicht nur untereinander, sondern auch jede Diktatur zieht die Kinder heran, dass sie ihre eigenen Eltern, verklagen, denunzieren, wenn sie was falsch machen. Heute läuft es zum Teil über Umweltschutz und solche Sachen, wo dann die Kinder ihre Eltern denunzieren, weil sie irgendwas Müll nicht trennen oder solche Sachen. Nicht? In der DDR hat es auch gegeben, angeblich. Ne? Und da müssen wir wieder weg, dass wieder diese Strukturen, die familiären Strukturen wieder wachsen und gesunden und auch die zwischenmenschlichen Strukturen. Und da muss ich halt dem Sebastian eben, das ist ja nicht mehr da, aber er ist dann immer ins Allgemeine gegangen. Aber auf der Basis kann man eine ganze Gesellschaft wieder aufbauen. Wenn das an unterschiedlichen Orten passiert und wie Dominosteine, die sich dann oder die sich gegenseitig anstoßen, so Impulse aussenden und anstoßen. Nicht? Und das kann auch dann schnell gehen, wenn es an vielen Orten gleichzeitig passiert. Also die Lage ist nicht hoffnungslos. Nö, überhaupt nicht. Und das ist ja auch relativ einfach. Also man braucht ja einfach bloß in der Nachbarschaft einfach mal so eine Grillparty oder sowas organisieren. Einfach so die Leute einladen und dann lernt man sich eben kennen. Und das gibt einem wieder ein soziales Netz, mehr Sicherheit. Man lernt die Leute kennen, mehr Vertrauen untereinander. Und es geht einfach.